sie kommt vorbei. 3, 4 steht vor der Kellertür. 5, 6 sie hat so, guck vernünftig. 7, 8 zum Sprint die ganze Nacht. 9, 10 sie lässt ihn nicht mehr gehen. Und damit herzlich willkommen. Hallo, ihr Verrückten. Hallo. Onkel Brody, hallo Sophia, hallo Mavudo, wen haben wir noch? Wir sind heute nur zu dritt anscheinend. Bitte Katze, Onkel Brody nochmal. Hallo Green Mausi. Schön, dass so viele heute da sind zu diesem. Geht's noch ein bisschen lauter? Warte mal, wir haben das irgendwie falsch eingestellt. Sekunde. Wie stelle ich das hier ein? Das ist allgemeine Lautstärke und das ist Mikrofon versus. Ich glaube, jetzt sind erstmal alle taub. Tut mir leid. Ich auch. Ich weiß nicht, ob ihr was hört. Oder ob ihr jetzt taub seid. Muss ich schreien, damit ihr mich noch hört? Oder ist jetzt der Zug abgefahren? Also der Discord hat die offizielle Anweisung bekommen, Last Christmas anzumachen. Also schlimmer kann es nicht werden. Hallo Mr. Milgram und herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Ja, jetzt habe ich Musik. Habt ihr auch Musik? Ja. Also Gott sagt, die Musik ist zu laut. Ist sie immer noch zu laut? Dann nicke bitte. Aber etwas zu laut, und das geht. Onkel Brody hat es schon festgestellt. Oh mein Gott, Chibi-Kart-T-Shirt. Ja. Ich habe extra heute mal auf das Hemd verzichtet, auf den ordentlichen Anzug. Ich trage nur Anzughose und Sakko und es fühlt sich unglaublich falsch an. Aber ich trage Kati-Merch. Das macht's wieder richtig. Musik ist ein bisschen zu laut. Kati-Merch ist immer richtig, egal zu welchem Anlass. Egal zu welchem. Ganz egal. Ich muss, das ist, wie gesagt, live. Es tut mir leid. Bevor wir jetzt darauf eingehen, müssen wir erstmal die Musikverhältnisse klären. Das ist nicht einfach. Ich bin ein sehr verwirrter Mensch und ich habe eine Blasenentzündung des Todes. Also deswegen höre ich heute nicht so gut. Okay, also hört ihr jetzt alles gut? Habt ihr weihnachtliche Weihnachtsmusik drauf? Ich habe eine Mütze auf, ich höre die Musik jetzt nicht so gut. Eindeutig broken by design. Mach's bitte nicht noch lauter. Ich höre jetzt schon kaum noch. Okay. Wir warten einfach, bis wir das geklärt haben und dann können wir mit dem Stream endlich beginnen. Es gibt so viele tolle Sachen, die wir machen und so viele Sachen, die ich euch erzählen möchte. Und ja, aber niemand antwortet mir. Okay, also Groot sagt, die Musik ist in Ordnung. Apropos, weil wir gerade bei ist die Musik in Ordnung sind, passt die Lautstärke. Heute gibt es natürlich auch wieder das lustige Stream-Bingo mit dem Befehl Ausrufezeichen Bingo. Ich hoffe, irgendjemand postet ihn gleich. Kommt ihr auf die... Was stellst du da um? Die Stream-Bingo-Seite, powered by Lani und me. Und dort könnt ihr Bingo mit uns spielen. Und zwar für alles, was diese Frau hier sagt, gibt es, also fast alles, was sie sagt, gibt es ein Feld im Bingo. Und ihr müsst nur einmal draufklicken, dann wird es markiert. Und wenn ihr eine Reihe diagonal oder senkrecht oder waagrecht voll habt, dann könnt ihr auf Discord im entsprechenden Bingo-Raum einmal ganz laut Bingo schreien. Und... Das ich, war's. Ich ihr könnt nicht, nichts gewinnen, ihr könnt nur verlieren. Du darfst. Ich bin nicht darauf auf Weihnachtsmusik vorbereitet. Es tut mir leid, ich bin immer noch in Weihnachtsvorbereitung. Nachtschatten, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Okay, so jetzt müsste aber wirklich passen. Nach 6 Minuten endlich müssen wir es doch hingekriegt haben. Dankeschön. Okay, gut. Also was machen wir heute? Wir haben heute ein bisschen spannenderen Stream aus 2 Gründen. Erstens war für heute eigentlich noch ein anderer Stream geplant, der aber, weil mein anderer Lieblings-Ehrengast nicht da ist, konnte ich diesen Stream heute nicht machen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und dieser richtig coole Stream... Dünnes Eis. Sehr, sehr dünnes Eis. Und das andere ist, wir können heute nicht so lange machen, weil ich wirklich eine schlimme Blasenentzündung habe und ich sitze hier mit Todesschmerzen. Und ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute schön Weihnachtsmusik. Wir haben ein paar schöne Weihnachtsbilder vorbereitet, selber gemalt und fotografiert. Und Archie wird mir seine heute jetzt zum ersten Mal so zeigen. Ein Bild kenne ich, das habe ich auch als Ankündigungsbild genommen, aber die anderen kenne ich nicht. Und ich zeige euch auch noch ein paar Bilder, die Archie nicht kennt, um uns gegenseitig so richtig schön in Weihnachtslaune zu bringen. Was haltet ihr davon? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob meine jetzt so viel Weihnachtslaune verbreiten. Sie werden Launen verbreiten, aber ich kann noch nicht beurteilen, welche. Okay. Danke für die Besserungswünsche. Ich kriege 2 Dinge jedes Jahr 1000 Mal. Blasenentzündung
Und Mandelentzündung. Mandelentzündung. Binde hattest du jetzt schon länger nicht mehr. Ja, stimmt. Mensch, müssen wir mal wieder ändern. Ich muss mich mal wieder vom Hund küssen lassen. Wir nehmen ein bisschen Tabasco in die Augen, das geht auch. Ich bin es schon gewohnt. C. Weber wünscht dir eine gute Besserung. Ist echt schlimm, sowas. Es ist wirklich ekelhaft. Eisengrad schreibt, Pinguine im Anzug mit einer Weihnachtsmütze. Nein, aber auch das wäre sehr schön. Mr. Milgram sagt, Blasenentzündung habe ich alle 2 Monate. Ich habe, Tahija, danke, ich habe hier gerade eine Wärmflasche. Powered by Archie. Mit Einhorn drauf. Was übrigens hilft, wie heißt das? Wie heißt das Zeug, was ich trinke? Das, Caraniola? Cranberry-Zeug. Craniola oder so heißt das, Mr. Milgram. Das ist not sponsored, das kannst du auf Amazon holen. Aber wenn du auf Amazon gehst, gib vorher katywinter.amazon.de ein. Amazon.katywinter.de, Amazon hat dann keinen Link für uns eingerichtet. Dann tust du mir auch was Gutes. Cranberryola heißt das Zeug. Das ist so ein, so wie heiße Zitrone, nur mit Cranberry. Und oder es schmeckt. Einfach den Befehl, Ausrufezeichen Amazon im Chat eingeben. Das schmeckt wie Himbeer, aber ich hasse Himbeer, aber es ist okay vom Geschmack, deswegen für alle, die Himbeer hassen, ist es wirklich okay. So ein Heißgetränk, Pulverzeug, das trinkst du einmal am Tag und dann ist die Blasenentzündung hoffentlich bald weg. Für alle, die es chronisch haben. Ja, ich bin nämlich auch schon so ein Kandidat. Ich finde es schön, wie sich Eisengrout heute mit den Moderatoren duelliert, um immer der Erste zu sein, der den angegebenen Befehl eingibt. Weitermachen. Ja, so, dann des Weiteren gibt es jetzt neuen Merch. Achtung, Werbung, Herr YouTube. Das habe ich jetzt, das Wort Werbung, nicht eingeblendet, aber ich glaube, es ist jetzt angekommen, dass es sich jetzt um Werbung handelt. Archiva hat ein wunderschönes Chibi-Kati-T-Shirt an, was es auch als Kuschelkissen gibt. Und auf Etsy gibt es das auch als Tasse ab morgen. Ansonsten gibt es Klamotten, Jacken, Mützen mit diesem geilen Motiv, das ich sehr liebe. Danke, Akimi, nochmal. Und weißt du, was auch richtig beeindruckend ist? Die neuen Tassen mit der Chibi-Kati, diese hier vorne darauf, die haben noch eine Rückseite. Und was ist auf dieser Rückseite abgebildet, liebe Kati? Meine Krone. Steh doch mal, erhebe dich doch mal ein bisschen. Eine alte Frau. Okay. Das hier. Ja, es ist sehr weird, seinen eigenen Merch zu tragen, aber ich finde tatsächlich die Krone so toll, weil sie eine halbe Schneeflocke ist. Und ja, da steht Kati Winter drauf, damit Archie auch nie vergisst, wie ich heiße. Und wenn ihr wollt, dass euer Partner auch niemals vergisst, wie ich heiße, dann holt euch doch diesen Merch, gerade jetzt vor Weihnachten. Es ist auch eine tolle Idee fürs Weihnachtswichteln. Ihr macht auf dem Discord-Server machen ein paar verrückte Weihnachtswichteln und mit den Merch-Sachen und deswegen ist das eine ziemlich coole Sache. Davon gibt es auch Taschen, Pulloverkleid. Es gibt sogar ein ganz schickes Pulloverkleid. Das werde ich auch mal holen und anziehen. Und dieser Pullover, ich liebe Pullover, die so halb schulterfrei sind. Deswegen habe ich extra angestellt, dass es das gibt. Ganz weicher Stoff auf Spreadshirt und es ist weicher, als es aussieht. Also es ist so innen, es ist purer Flausch, es ist so schön. Ich liebe extrem weiche Sachen und ich bin sehr froh, dass ich diesen Pullover genommen habe, denn der ist richtig toll. Aber wo wir jetzt schon mal bei Spreadshirt sind, stellt Blutfeuernacht eine wunderschöne Frage, die ist nämlich sehr wichtig. Gibt es das alte Merch auch nochmal? Ich wollte ein ABC und Sichtum-Shirt. Kathi, gibt es das noch? Eigentlich nicht, aber ich kann es mal einstellen. Also ABC und Sichtum würde ich sagen, sollten wir auf jeden Fall wieder mit aufnehmen. ABC und Sichtum geht immer, denn wenn es ums Dahinsiechen geht, sind wir alle immer am Start. Um noch zu fröhlichen Dingen zu kommen, Kathi und ich sind natürlich hart am Weihnachten. Was? Oh. Ja, das, was? Wir sind hart am Weihnachten und die Kathi Winter Weihnachtswerkstatt ist eröffnet, was viel Arbeit bedeutet, aber wir haben auch etwas Positives zu vermelden und zwar morgen stelle ich nicht nur die Chibi-Kathi ein als Tasse, nein, es gibt auch noch was für euch, was wir euch Gutes tun wollen und zwar werde ich morgen zumindest für Deutschland, also für Inlandsversand, die Versandkosten zu Weihnachten jetzt vom Etsy-Shop stark runterstellen, also entweder ganz rausnehmen oder zumindest reduzieren, das hängt glaube ich vom Versandtyp ab, ob es jetzt ein Paket ist oder blablabla, auf jeden Fall werden die deutlich billiger, also ab diesem Wochenende könnt ihr richtig schön zuschlagen und
zum Weihnachtswichteln. Mina Meer hat es im Discord schon angekündigt, werde ich mich in dem Sinne oder werden wir uns in dem Sinne beteiligen, dass wir allen, die wichteln wollen, einen Rabattgutschein zur Verfügung stellen, damit sie... Red mal normal, du bist so aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt, ich möchte die Leute einfach nur motivieren, einzukaufen. Ich habe viel von HSE24 gelernt. Wenn ihr gerne beim Wichteln mitmachen wollt, aber zum Beispiel sagt, boah, ich habe jetzt nicht genug Taschengeld oder so, Mina Meer wird allen, die mitmachen, einen Rabattgutschein geben, sodass das dann deutlich günstiger wird für alle, die mitmachen. Weil ich die Idee auch ganz toll finde und ja. Okay, Brody sagt, ich wurde von Archie mitgerissen. Oh Mann! Okay. Ja, gut. So. Das dazu. Achtung, Werbung Ende. Heute ist erstmal ein ganz entspannter, ruhiger Stream. Wir haben Folgendes gemacht. Ich bin ein riesiger Fan vom viktorianischen Zeitalter und von diesem ganzen Lifestyle. Für einige, die vielleicht so, keine Ahnung, bestimmte Postkarten von mir sammeln, sehen das vielleicht auch ab und zu oder die mir auf Instagram folgen. Was ich sehr liebe, ich habe sie heute mitgebracht, meine neue Puppe. Das ist Sarah und ich liebe Sarah. Jetzt ist es HSE24. Schaut euch an. Ich sammle gruselige Spielzeuge und deswegen hat Archie mir Sarah geschenkt, eine viktorianische Porzellanpuppe mit einem toten Baby im Arm. Sagt Hallo zu Sarah und ja, ich habe sie jetzt schon ein paar Wochen und ich wollte sie euch heute endlich mal zeigen. Und deswegen habe ich heute ein paar gruselige viktorianische Weihnachtskarten rausgesucht, die ich euch zeigen werde. Und es gibt natürlich auch viktorianische gruselige Weihnachtsfotos, aber die werden wir heute nicht besprechen. Dafür hat Archie aber allgemein ein paar sehr verstörende Weihnachtsfotos, die ich vorher nicht sehen wollte, weil ich bei sowas echt Angst kriege und auch nicht gespoilert werden will. Deswegen zeigt Archie auch die Weihnachtsbilder dann. Von mir sind es relativ wenige und ein bisschen zusammenhängend. Ich habe mich ein bisschen auch auf Geschichten dahinter konzentriert. Aber um kurz zu dir von vorhin noch zurückzukommen, ich fand den Beitrag von Eisengrad im Chat gerade sehr witzig. Archie. Und wenn ihr jetzt bestellt, schenke ich euch die Lieferkosten. Und oben drauf gibt's einen Pinguin. Und nur heute und nur jetzt, wenn sie jetzt anrufen, gibt's auch einen zweiten Pinguin gratis dazu. Hashtag Fischmarkt. Ja. Kann man dir helfen? Ich will Sarah irgendwie, dass man sie noch ein bisschen sieht. Damit ihr nachher seht, wenn sie ihren Kopf bewegt und dann uns von hinten ermordet. Wir brauchen... Haben wir hier noch eine Taschenlampe liegen? Da könntest du sie so lustig anstrahlen, damit sie schon leuchtet. Da. Hier. Musst du da irgendwo hinlegen, dass sie sie anstrahlt? Irgendwo, legst du mal da vorne hin, so auf diesen Stapel da vielleicht? Das in die Richtung? Nein. Nee, er muss ins Gesicht leuchten, glaube ich. Irgendwie von hier vorne, das da so rüber. Alter, lass mich die Gesetze der Physik bitte alleine brechen. Bis jetzt versuchst du sie erstmal zu erforschen. Ich sag dir gleich, was ich erforschen werde. Wir beide kennen die Antwort auf diese Frage. Wir beide wissen, dass du sie nicht laut aussprechen musst. So. Okay. Hija, kannst du das bitte mit Archi so erklären? Der Stream ist nicht der richtige Ort, um genau das zu klären. Es ist immer noch nichts angekommen. Ja, er hat mir auf Discord auch geschrieben, aber das Problem ist, ich habe keinerlei Benachrichtigung bekommen. Ich weiß nicht mal, bei wem ich mich mit welcher Referenz melden soll. Also ich weiß von gar nichts. Ich weiß nur, dass du gesagt hast, du hast es abgeschickt. Aber da hört mein Informationsstand schon wieder auf. Also schreib mir nochmal auf Discord, ich melde mich bei dir. Ja. Kennt ihr das auch? Ihr habt noch so viele Bits und wisst nicht, wo ihr sie donaten könnt? Dann macht es wie ich und folgt mir hier bei Kathi auf die Top-Cheerlist. Dankeschön, Tapsi. Das ist süß. Okay, ja, gut. Aber heute wird das, wie gesagt, ein Bilderstream. Wir hatten bisher nur einen Bilderstream. Und nächste Woche, nur damit ihr schon Bescheid wisst, gibt es die SCP-Party. Und eigentlich ist am Sonntag auch Winter Tales. Also bis heute 0 Uhr habt ihr... eigentlich noch die Möglichkeit, ich sage eigentlich, weil ich irgendwie den Zustand der Anzahl mitbekommen habe, der Geschichten mitbekommen habe. Es sind mittlerweile ein paar zusammengekommen, aber ich würde mal sagen, da geht noch deutlich mehr. Ich glaube, wir müssen zukünftig wirklich die Zeit der Leute ein bisschen erweitern, von 2 Wochen auf 3 oder 4 Wochen, weil ich glaube, Mavudo hat die Leute so ein bisschen angesteckt mit dem Hashtag Morgenvirus. Okay. Ja, gut, vielleicht machen wir also am Sonntag noch keine Winter Tales, aber nächste Woche ist SCP-Weihnachtsfeier, so wie jedes Jahr, darauf freue ich mich schon sehr. Und in der Woche darauf wird es nochmal recht blutig, so wie ich das mitbekommen habe. Okay. So, Archie. So, Kathi.
Und die Wintertests werden übrigens stattfinden. Wir haben genügend dafür. Aber okay. Es wäre schön, wenn noch ein paar dazu kommen. Ja. Wir haben eigentlich ein lustiges Spiel machen wollen zu dem Stream heute. Auf der einen Seite dachte ich, wir machen ein lustiges Marshmallow-Spiel. Immer wenn man sich erschrickt oder geschockt ist, muss man einen Marshmallow für den Rest des Streams im Mund nehmen. Aber ich habe ein traumatisches Erlebnis mit Marshmallows in der Bluthütte gehabt und möchte nie wieder auch nur an Marshmallows denken. Sie hat einfach zu viel davon gegessen, bevor sich jetzt Leute so wie ich überlegen, was da so traumatisch ist. Ich habe zwei gegessen, aber ich habe sie geröstet. Oh Gott, mir wird schon wieder schlecht. Ich habe sie über Feuer geröstet und es war einfach nur das Ekligste, was ich je gegessen habe. Oh. Das war dein Problem? Es ist so eklig, mir wird schon wieder schlecht, wenn ich dran denke. Aber das ist doch... Was? Echt? Ich war leicht angetrunken und habe deswegen die gegessen, ohne zu wissen, wie eklig die sind. Aber am nächsten Morgen, und ich sage euch, die Marshmallows waren schlecht, mir ging es so schlecht am nächsten Morgen. Und dann habe ich nur die leere Packung von den Marshmallows gesehen und ich habe mich fast übergeben, weil ich dachte, oh, ist das eklig. Diese knusprigen Marshmallows, die innen flüssig sind. Du bist hier falsch, weil ich glaube, 99% der Leute hier werden sagen, das ist voll lecker. Also ich dachte tatsächlich, es wäre, dass du einfach zu viel davon gegessen hast. Ja, das glaube ich auch. Ich hatte einen richtigen Fressflash. Stellt euch vor, ihr seid nachts im Wald angetrunken und ihr habt nirgendwo einen Döner oder so in der Nähe. Was macht ihr? Ihr schaufelt euch Marshmallows rein. Das war so eklig. Ja, macht das nicht. Wenn ihr schon irgendwo im Wald übernachtet, dann irgendwo, wo eine Dönerbude in der Nähe ist, vertraut mir. Ich bin gebrandmarkt für den Rest meines Lebens. Dönerbuden im Wald, das ist eine Marktlücke. So, und deswegen dachte ich, wir machen ein lustiges Trinkspiel draus, aber ich will eigentlich nicht mit Archie ein Trinkspiel im Stream machen, denn der Junge verträgt keinen Alkohol und dann... wird das ein sehr trauriger Stream. Deswegen machen wir also heute ganz normal, ohne irgendwas uns in den Mund zu stecken oder uns zu betrinken. Ja. Was? Ganz schön mutig. Okay, Katis Weisheiten. Ja, ganz genau. Hilscher fragt, von den Marshmallows oder vom Saufen? Das ist hier die Frage. Tapsi sagt, er muss mir zustimmen, die Marshmallows waren auch ungeröstet nicht lecker. Wirklich, und wenn ich jetzt überall Marshmallows sehe, die gibt es immer noch in diesem Papiersack zu kaufen zum Grillen. Ich war vor ein paar Tagen das Einkaufen, da habe ich die gesehen und ich dachte, oh, ja, schnelles Thema wechseln, das ist echt eklig. Wirklich ekelhaft. Bäh. Okay. Okay, Sofa ist noch nicht nüchtern. Ja, selbst schuld. Ich bin rechtzeitig nach Hause gekommen. Okay. Es wird gerade nochmal gefragt, was ist Weihnachtswichteln? Also wer auf dem Discord-Server ist, kann mit der Community wichteln. Das heißt, wir haben eine Zentrale, wir haben einen Raum dafür. Und dann bekommt man einen Namen und eine Adresse und schickt sein kleines Weihnachtspaket an diese Person. Man kann natürlich anonym machen, aber auch mit seinem Namen. Und bekommt selber auch ein Geschenk von irgendjemand aus der Community. Was ist das für komische Weihnachtsmusik? Was habe ich da eingegeben? Weihnachten. Ich muss es mal... Wie könnt ihr das nur... Schon besser. Ist es laut genug? Zu leise? Okay. Also auf meinem Ohr ist es relativ laut, aber das ist nicht repräsentativ. Nein. Okay. So, dann auf jeden Fall, wir machen halt kein Trinkspiel, wir machen halt keine Marshmallows, sondern einfach nur einen ganz normalen Stream. Ich erzähle ein bisschen was zur viktorianischen Zeit, wenn ein Bild kommt. Und wenn Archie ein Bild zeigt, werde ich schreien, weinen und mich hinter Sarah verstecken. Ach, die sind gar nicht so schlimm. Naja, pass auf, hier ist mein erstes Bild. Eine ganz normale Weihnachtskarte. Ist das ein verdammter Eisbär? Es ist ein kuscheliger Eisbär, der sagt, komm, lass dich flauschen, lieber Antarktis, Arktis, Nordpol, Südpol, Forscher. Komm, lass dich in den Arm nehmen, ich zeig dir meine Weihnachtshöhle. Würdest du dich nicht freuen, wenn du so eine Postkarte bekommst? Tatsächlich ja, aber ich finde es süß, wie der Mensch scheinbar mit den Händen versucht, sich zu erklären. Und zu sagen... Du verstehst das alles vollkommen falsch. Ja. Ich wollte gar nichts von dir und deiner Familie. Ich bin hier nur wegen dem Eis. Ich habe deine Frau nie angeguckt. Sie hat mir ihre Nummer gegeben. Was? 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 Nicht? Was? Okay. Er lächelt so süß, der Eisbär. Ja, richtig putzig. Zum Knuddeln. Ja, tun sie ja auch. Ist nicht Charlie Honigbauch auch ein Eisbär? Ja.
Mensch, das ist ein entfernter Verwandter, siehst du mal. Ja. Das und wissen wir also aus einer sehr erfolgreichen Familie, stimmt. Ich muss den Marshmallow-Gedanken aus dem Kopf kriegen. Er ist flauschig und weiß wie ein Marshmallow. Ich bin so froh, dass die ersten Bilder von mir sind und ich dich gleich einen Schock kriege. Die sind nämlich harmlos bis jetzt. Und die sind auch harmlos im Allgemeinen. Ein paar sind verstörend. Möchtest du es vorlesen? Möchte ich gerne. Die ersten Bilder von mir sind tatsächlich auch noch nicht so verstörend. Die sind auch relativ harmlos. Aber die Geschichte dahinter finde ich ganz... Es gibt eine Geschichte dahinter. A Merry Xmas. The weather's cold... News so devilish hard. So devilish hard. Ich wusste nicht, warum da eine Zeitung ist. So devilish hard. My income friend is suffering from the cramp. So please excuse this impecunious card, as all I'm good for is a used up. Das ist doch niedlich. Den letzten, oder? Reim verstehe ich nicht. Das ist so. Ich war in England und alles, was ich bekommen habe, ist dieses. Ja, so in etwa. So habe ich es jetzt auch interpretiert, ja. Das ist aber irgendwie putzig, muss ich sagen. Ich find's putzig. Die sind an sich sehr putzig. Zuerst denkt man, die sind verstörend, die sind noch harmlos, aber gleich geht's weiter. Ihr werdet gleich wissen, warum. Manche sind so wie das. Man denkt zuerst, Alter, was ist das? Das ist der Frost übrigens. Achso, ich dachte, es wäre ein schmelzender Schneemann. Oder ein sehr alter Wookie. nein, das ist das Symbol für den Winter, der da... Guck mal, auf der einen Seite haben wir noch den... Den Herbst, Herbst mit, ist noch. Ja, und die Rotkehlchen spielen bei viktorianischen Weihnachtszeit eine große Rolle, ihr werdet es nachher noch sehen. Okay. Und ja, also wie gesagt, die sind jetzt noch, ich sehe, da kommen schon gleich deine. Mr. Milgram sieht aus wie ich, wenn ich mich 3 Tage nicht rasiert habe. Du Glücklicher, ich auch. Was? Ich habe einen Witz gemacht, ein Witz, so ein Witz, Entschuldigung, keiner lacht. Ja, nein, aber zu denen kann ich noch nicht so viel sagen, aber es kommen gleich welche, zu denen ich viel sagen kann. Es ist jetzt eine unglückliche Anordnung gerade gekommen. Horror-Cocktail-Shop, das ist ein sehr merkwürdiger Bobtail. Ja, hallo Horror-Cocktail, schön, dass du da bist. Ich habe heute auch an dich gedacht. Warum auch immer. Ich habe an dich gedacht. Sieht ein wenig aus wie mein Malteser oder wie Chewbacca. Oder wie Shiba in Weiß. Ja. Ich liebe Hunde mit Bärten. Shiva guckt auch immer genau so. Sie hat immer genau diesen Gesichtsausdruck drauf. Ja, aber die Augenbrauen sind noch ein bisschen so... Ein bisschen grantiger, ja. Das ist ein kleiner Grantelbart, ja? Alter. Und da haben wir es auch schon. A Merry Christmas to you. Ist das nicht... Ach, das ist ein Rettich, das oder? Das ist eine rote Beete. Eine rote Beete? Ach so, okay. Und warum dachte, ist es eine rote Beete? Ja, weil Rote Beete winterfest ist, winterhart. Deswegen kochen die Russen zum Beispiel auch so gerne mit Rote Beete. Da hat jemand... Oh mein Gott. Marvolo unterstützt mich mit 1 Euro. Nach langem Überleben habe ich ihn überlegt, in neue Obhut zu geben, damit er nicht mehr alleine ist. Dankeschön, Marvolo. Danke, Marvolo. Für die Leute, die nicht wissen, was er meint, wir hatten letztens auf Discord mit ihm einen kleinen Witz, dass er nur einen einzelnen einsamen Euro auf seinem Konto hat. Ich dachte im ersten Moment vor diesem Bild hier tatsächlich, es wäre ein Floh oder sowas. Jetzt habe ich es verstanden. Das sind rote Beete. Das ergibt sogar Sinn. Ja. Was hat er da in der Hand? Ein Blumentopf. Mit... Ist es ein Schneeglöckchen? Nee, Schneeglöckchen haben eine andere Blütenform. Ich kann aber von den Blättern zuordnen. Her weiß ich nicht. Wie heißen die? Das sieht richtig gut aus. Ja. Sofia sagt, mein Freund sagt, rote Beete ist nicht winterhart. Klar, die kann den Winter überstehen. Sag, er lügt. Sag ihm das jetzt. Das haben wir bei OA gesehen. Ja, und wenn diese Fernsehserie das sagt, dann ist bei das OA. Auch so. Übrigens, mein absoluter aktueller Serientipp, ich weiß, manche sind sehr verbittert über das Ende. The OA ist eine Serie, die jetzt bald in die 2. Staffel geht. Juhu, eine sehr interessante Serie. Mystery... Ein bisschen Horror, aber auch Märchenelemente dabei. Ist eine ganz tolle Serie. Hat nur ein paar Folgen, kann man gucken, ist interessant. Und da lernt man, dass Rote Beete den Winter übersteht. Das ist die wichtigste Lektion, die sie aus dieser Serie gezogen hat. Oder? Ja. Okay. So, jetzt komm endlich. Also ich muss dazu sagen, in der viktorianischen Zeit, also die Zeit, in der... Königin Victoria geherrscht hat. Die Zeit der Industrialisierung und der vielen Depressionen war Humor
eine ganz, ganz wichtige, überlebenswichtige Sache. Und zum Beispiel ist auch so, dieser britische Humor, den wir heute feiern, ist dort in der Zeit so richtig in Form geschliffen worden. Und deswegen sind manche Karten für uns heute verstörend, waren aber damals alle lustig gemeint. Und ihr werdet es dann noch sehen. Also für manche, die heute ein sehr strenges Verständnis davon haben, was Kinder sehen sollten, ist das hier natürlich ein absolutes No-Go. Aber wir sehen diese glücklichen Gesichter der Kinder. Man kann es unterkennen. Man sieht kein einziges Gesicht. Ja. Ich habe dazu zwei Anmerkungen zu machen. Erstens, was ist mit dem Mund des Menschen an der Kamera los? Der hat einen Keks im Mund. Hi Betty! Hat der einen Keks im Mund? Bestimmt ein Weihnachtsplätzchen. Das sieht sehr verstörend aus auf jeden Fall. Und das andere ist, hat jemand das Schild da hinten gelesen? Man denkt im ersten Moment, da steht The best wishes of the season to you. Aber da wird ja eine Gans gezeigt, die gejagt wird. Eine Martinsgans vermutlich. Da steht of the geesen to you. Geese für Gans. Das heißt, es ist ein Wortwitz auf Katis Level. Genauso ein Wortwitz, wie Kati ihn liebt. Wir haben heute eine Seite entdeckt, wo ein Typ alle Witze aus der viktorianischen Zeit, die noch irgendwie erhalten sind, gesammelt hat. Und dann haben wir uns die durchgelesen und die waren so gut. Oh mein Gott, sie waren so witzig. Die waren wirklich die verdammt. Die passen sogar heute noch. Die waren so lustig, nicht alle. Erzähl den Witz mit dem Besen, der war gut. Ich habe die beste Frau auf der Welt. Wenn sie mich verprügelt, nimmt sie immer nur die weiche Seite des Besens. Ja, bester Witz. Der beste. Was ist das für eine Musik? Then you know it's Christmas. Whoa. Amazing Grace. Muss ich immer an Titanic denken? Ich denke damit an generische Beerdigung tatsächlich. Das ist ein Weihnachtslied. Amazing Grace? Ein religiöses Lied, was gern zu Weihnachten konsumiert wird. Ich kenne es echt nur für Beerdigung tatsächlich. Mabudo, ha, mega witzig, Punkt. Ich verdiene gut. Okay, jetzt kommt Agiz, ich habe voll Angst, dass ich mich erschrecke. Nee, da ist tatsächlich das Bild noch nicht schockierend, finde ich persönlich. Aber klick mal drauf. Das Witzige an diesem Weihnachtsmann ist der Text dahinter. Lies ihn doch mal vor. Hey Kids, come get some free candy. Ja, hat mich überzeugt, alles klar, ich bin dabei. Ganz genau, sein Gesichtsausdruck sagt dazu auch alles, würde ich sagen. Das Schlimmste ist, wenn ich zu fremden Männern in Van einsteige, dass ich nie Süßigkeiten kriege. Ich hasse das. Ich hasse das einfach. Ich habe keine Folgefragen. Aber dazu gibt es tatsächlich einen Hintergrund. Und zwar, tatsächlich ist das völlig harmlos gewesen. Das ist sehr normal gewesen und ist heutzutage auch noch normal. Denn wenn man in den USA zur Weihnachtszeit in ein Kaufhaus geht, jeder kennt das, dass da ein Weihnachtsmann sitzt und die Kinder sich auf seinen Schoß setzen und ihm seine Weihnachtswünsche erzählen. Und die kriegen dann auch Süßigkeiten umsonst. Und genau das war hier nämlich auch der Fall. Man sieht es, glaube ich, sogar im Hintergrund, diese Mall. Und das war wirklich einfach nur ein Weihnachtsmann einer Mall, eines Einkaufszentrums, der wirklich einfach nur an Kinder Süßigkeiten kostenlos verteilen wollte und sogar sollte, weil es sein Job war. Aber wenn wir das heutzutage angucken, ist es einfach bitter. Ich hab mich als Kind nie getraut, zu so einem Weihnachtsmännern im Kaufhaus mich hinzusetzen und mit dem zu reden. Hab ich mich nie getraut, niemals. Das, hab ich nie gemacht. Dazu kann ich gleich noch was erzählen. Deswegen sind da drei Bilder von mir hintereinander, die gehören zusammen. Kommt gleich wieder so ein ganz schlimmes Bild, nee, oder? Nee. Das ist nämlich eine echte Geschichte, eine echte Person aus den Nachrichten. Ihr seht da einen witzigen Weihnachtsmann mit einem Polizisten, der lächelt. Auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Polizist, hat aber nicht mehr ins Bild gepasst. Und die sind alle glücklich, die freuen sich alle und die verstehen sich auch gut. Haben sie zu dem Zeitpunkt auch. Der liebe Herr dort, ich glaube Anthony Haw, irgendwas mit Haw hieß er. Und dieser liebe Mensch hat jahrelang in diesem kleinen Dörfchen, wo jeder jeden kannte, den Weihnachtsmann gespielt im Einkaufszentrum. Ah. Das war wirklich lieb von ihm. Gehen wir auf das nächste Bild. Das war aber seine Festnahme. Er hat den Weihnachtsmann gespielt, um Kinder sexuell zu belästigen. Unter anderem auch seine eigenen drei. Alter, der sieht aus wie mein Linguistikdozent. Ich wollte tatsächlich deswegen diese beiden noch mit reinnehmen. Das war vor ein paar Jahren erst in, oh Gott, Garden City, glaube ich, hieß es.
Das ist tatsächlich auch heutzutage und war auch früher so, nicht mal ungebräuchlich, dass tatsächlich Weihnachtsmann oder dass Männer diesen Job annehmen als Weihnachtsmann, um wirklich Kinder zu belästigen. Ich weiß, das ist, macht jetzt nicht unbedingt Weihnachtsstimmung, aber es hieß, ich soll gruselige Sachen suchen. Und ich dachte mir, recht viel gruseliger als das wird es nicht. Das Schockierendste war, dass er in dem Fall wirklich von seiner eigenen Tochter dann zur Polizei gebracht wurde, die entsprechende Zeichnungen nämlich gemacht hat. Und sowohl die Mutter dieses Kindes als auch er haben das immer geleugnet und ihr gesagt, sie darf das niemandem erzählen. Alter. Es war ihre Lehrerin dann, die das weitergemeldet hat. Kommen wir schnell weiter zu einem wunderschönen, richtig niedlichen Bild. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob meine Eltern heute dabei sind, ich bin mir sicher, dass wir so eine Karte, also nicht genau die, aber so eine mit einem toten Rotkehlchen auch irgendwo hatten. Ich habe noch, als ich ein Kind war, hatte ich noch meine Uroma. Also die ist sehr, sehr, sehr alt geworden und da waren wir dann auch immer. Also die Oma von meiner Mama. Und die hatte auch so ganz viel altes Zeug da. Und ich bin mir sicher, dass es eine Karte mit einem toten Rotkehlchen irgendwo gab. Irgendwo im Schrank oder bei den Weihnachtssachen oder so. Ich weiß das, dass wir sowas hatten. Und für mich war das als Kind überhaupt nicht schlimm. So, das war voll die schöne Karte. Betty McBoss schreibt gerade zu dem Bild von vorher noch, bei uns gab es auch nie einen Weihnachtsmann in einem Einkaufszentrum, daher kann ich da nicht mitreden. Allerdings bekam ich jeweils zum 6.12. Heimbesuch vom Nikolaus und hatte ziemlich lange unglaublich Angst davor, weil der jedes Jahr von meinen ganzen bösen Taten wusste. Alter, voll der Stalker. Ja, ja, das sind die Eltern, die das weiterreichen. Echt jetzt? Was für Eltern? Dass sie dich einfach so verraten. Ich sag das direkter extra dazu, Vertrauensmissbrauch. Bei dir gab's das ja tatsächlich nicht, ne? Ja. Bei euch gibt's keinen Nikolaus, oder? Mal wo du, oh, ein schlafendes Rotkehlchen. Hier, frohe Tiere, frohe Weihnachten. Ja, bei uns ist so, und das werden bestimmt auch viele kennen, bei uns ist es so, dass der Nikolaus am 6. morgens da war, aber wir ihn nie treffen. Wir müssen abends die Schuhe putzen und am nächsten Morgen war ein Gameboy drin. Also kein Gameboy, den habe ich irgendwann zu Weihnachten bekommen. Aber ihr wisst, was ich meine. So Schokolade und ein bisschen Geld, vielleicht so 5 Euro oder so. Und noch mehr Schokolade. Und sehr oft gab es, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, das ist so ein plastikroter Stiefel, wo oben Süßigkeiten drin sind. Und man kann den halt so aufschneiden, dass es eine Sparbüchse ist. Und dann haben wir ein Jahr lang immer unser Geld gespart. Und das gab es immer zum Nikolaus, diesen Stiefel, den man daraus eine Sparbüchse machen konnte. Ach, das ist ja cool. Und jetzt habe ich aber hier erfahren, dass hier ein Typ rumgeht und Kindern Angst macht. Was ist los in Bayern? Ja, hier ist es, viele kennen es wahrscheinlich, aber für die, die es nicht kennen, sage ich mal, das war bei mir als Kind auch immer so, oft ist das von der Schule oder von der Kirche, der örtlichen, organisiert. Da sind ein paar Personen, ein paar Männer, die sich freiwillig melden und die gehen dann bei jedem Haus, das sich angemeldet hat, vorbei und besuchen die Kinder und sagen ein lustiges Sprüchlein und fragen, ob sie auch schönartig waren. Das haben wir zu Weihnachten. Und man, ja, weil es bei euch den Weihnachtsmann gibt, den gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es das Christkind. Sag nicht, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Nee, ich sag, bei uns gibt es das Christkind, nicht den Weihnachtsmann. Das hat, ich glaube, Betty McBoss hat es geschrieben, glaube ich. Nee, irgendjemand hat es davor auch schon mal geschrieben, bei Ihnen gab es immer nur das Christkind. So war es bei mir auch. Bei mir gab es immer nur das Christkind und bei Kathi gab es immer nur den Weihnachtsmann. Wir haben uns jetzt geeinigt, ab sofort gibt es nur noch den Weihnachtsmann. Ja. Wir mussten uns auf irgendwas einigen. Kathi, ich zeig dir mal die Rauhnächte. Alles klar, ich bin dabei. Was? Keine Ahnung. Was? Auf jeden Fall ist das eine super niedliche Darstellung. Trinkt er da Eggnog? Oder Blut. Das würde die rosigen Bäckchen erklären. Oder Blut. Ich dachte, das wäre einfach nur ein roter Becher. Glühblut ist das. Ich bin kurz davor, den Raum zu verlassen. Ja, ich... Okay. Also, ich finde diese Art von Kunst echt schön und ich könnte sowas halt stundenlang angucken. Ich weiß nicht, ob ich euch damit halt langweile. Es kommen ja noch ein paar sehr seltsame Dinge, aber ich finde das halt wunderschön. Das sieht so cool aus. Ich liebe das. Ich finde die Zeichenstil tatsächlich auch sehr, sehr cool und vor allem wirklich extrem gut gelungen. Vor allem auch das Rückkehrchen gerade zum Beispiel war richtig gut gezeichnet. Also. Was ist Glühblut? Also, das ist so. Erst musst du jemanden komplett mit Zimt abfüllen. Dann musst du sein Blut abfüllen. Dann machst du es in der Mikrowelle warm. Zack, fertig, Glühblut.
Kochen mit Kathi. Bald kommt's. Bald kommt der Kochstream. Ich möchte bitte nicht nach diesem Stream mit ihr allein gelassen werden. Ich mag ja kein Glühblut. Ich habe einmal getrunken, aber war mir so schlecht von... Wie mit den Marshmallows? Waren Marshmallows im Glühblut? Ja, ich kann kein... Ja. So. Ich habe das Bild noch gar nicht angeguckt. Lies mal du den Chat. Mit Zimtapfeln trocknet da nicht das ganze Blut? Achi wird im Stream gekocht, ja. Ja, ich kann mich gut mit dem letzten Jungen ganz unten assoziieren. Ich erkenne mich in diesem Jungen wieder, in seinem Blick und in den Gedanken, die er scheinbar zu haben scheint. Also, als ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, hatte ich ein Nachbarskind, die war ein Jahr jünger als ich und die hat immer Dummheiten gemacht. Es war ein sehr unartiges Mädchen und ja, die hat halt auch so, keine Ahnung, auch mal irgendwelche verbotenen Sachen gemacht oder so, geraucht. Das war der negative Einfluss in meinem Leben. Auf jeden Fall hat sie irgendwann mal vorgeschlagen, dass wir auch einen gruseligen Horrorschneemann machen und den dann ganz viel Ketchup, so als ob das aussieht, als wäre das Blut, und dann bauen wir den direkt auf die Einfahrt, damit ihre Eltern nicht nach Hause kommen, und dann hat sie quasi abends sturmfreie Bude, weil da der Schneemann auf der Auffahrt steht. Wie alt war sie da? Ja, weiß nicht, wie alt wir waren. 4. Klasse? 10, 11? Also sie war dritte, ich war vierte. Und da hat sie schon angefangen zu versuchen, ihre Eltern auszusperren und sturmfreie Bude zu haben? Ja. Die ist wow. Die hat ganz komische Sachen gemacht. Ja, auf jeden Fall, wir hatten nicht so viel Ketchup, dass es irgendwie cool aussah. Es war erbärmlich, es war ein sehr trauriger Anblick. Leider nicht so ein cooler wie der. Einen Horrorschneemann haben wir nie hingekriegt. Wieso hast du das alles mitgemacht? Weiß ich nicht, weil ich Freunde wollte. Ich wurde aus der Stadt, aus meinem sozialen Umfeld rausgerissen, auf ein Dorf, wo es nichts gab. Ich war da deutlich vernünftiger. Ich hatte einfach keine Freunde. Das Nachbarkind war mein einziger sozialer Kontakt, bis ich dann in die Schule kam. Und im Sommer war ich immer bei ihr. Wir haben auch eine Inline-Skating-Schule aufgemacht. Die war ja, daran erinnere ich mich. Okay. Na, komm. Wie lange war die eröffnet? Ein Tag. Gut. Wir haben nicht so viel Geld gemacht. Nicht? Ich dachte, ihr habt dann einen Tag 2000 Euro verdient und konntet euch zur Ruhe setzen. Leider nicht. So, Kinder, da ist er wieder, der Frost. Wer ist das und was macht er mit den Kindern? Nun, er holt gleich die Kinder ein. Und deswegen sollten die Kinder auch schnell nach Hause kommen, auf ihre Eltern hören und nicht zu lange spielen. Schau mal da hinten, da ist schon der Mond. Und wenn man den Mond sieht, dann wird es nachts besonders kalt. Deswegen... Ich dachte jetzt, es soll die Sonne sein und die schmilzt den. Schmilzt den. Dass sie dann Schneemann gebaut haben und die Sonne schmilzt ihn gerade. Aber dann gibt mehr Sinn. Ja, ich denke schon. Ich habe mal Voodoo getriggert. Ich habe 2000 Euro gesagt. Lila Waldfee sagt, ich hoffe, es schneit dieses Jahr. Dann versuche ich mich an einem Horrorschneemann. Ja, bitte. Und dann schickt mir ein Foto. Das machen wir als Stream-Thema. Ihr schickt alle ein Foto von eurem besten Horrorschneemann. Das darf auch nur so ein ganz kleiner auf eurem Fensterbrett sein. Macht das, bitte. Macht einen Horrorschneemann so gut ihr könnt und schickt uns Fotos davon. Wenn ihr keinen Horrorschneemann schafft, dann schickt uns den verzweifelten Versuch eines Horrorschneemanns. Ich tau morgen das Eisfach ab und baue auch einen. Was? Ich habe echtes Kunstblut hier. Echtes Kunstblut. Okay, jetzt kommt wieder ein Archibild. Das sind wieder drei, die zusammengehören. Und zwar ein... Wesen. Geh weg. Aber er lächelt doch so nett. Ja. Ist er nicht putzig? Ist das eine Maske? Das ist doch eine Maske, oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall eine Maske war. Bei den anderen, die zu den zweiten, die kommen, kann man sich ungefähr denken, aber bei dem bin ich mir auch nicht sicher. Das ist ein Krampus. Oder wie ihn die protestantischen Gegenden nennen, eher Knecht Ruprecht. Denn der Knecht Ruprecht und der Krampus sind dieselbe Person, nur eben andere Namen dafür. Und das ist ein Bild eines solchen Krampus. Klick mal weiter zum nächsten Bild. Ich will nicht. Das ist der Nikolaus mit vielen Krampussen um ihn herum. Ja, wenn man genau hinguckt, sind sie nicht süß. Der zweite von links sieht aus wie von der Muppet Show. Von den zwei Typen, die da oben sitzen, die ganze Zeit rumpöbeln.
So sieht er aus. Man sieht da auf dem Bild jetzt ganz recht die großen Glocken, die einer von denen umhat. Und wenn du mal zum nächsten Bild schaltest? Na Kleiner, willst du mal meinen Glocken läuten? Tatsächlich läuft das so. Wow, weiß ich. Auch das ist ein Krampus mit vielen, vielen Glocken. Das gibt's vor allem in, auch in der Oberpfalz und im südlichen Bayern und in Österreich. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Ashakida hatte mir das mal erzählt, dass das bei ihnen gibt. Und zwar gibt es sogenannte Krampusläufe. Gibt's in Österreich. Genau. Das ist, wenn sich, da verkleiden sich alle als so ein Krampus, als so ein Dämon. Und dann pöbeln sie rum. Genau, sie pöbeln rum, sie läuten laut mit ihren Glocken, die sie da eben tragen und haben auch Ruten dabei und teilweise schlagen sie die Passanten mit ihren Ruten. Also je nachdem, wer da unterwegs ist, ist da auch mal rabiater als ein anderer, habe ich gehört. Also, ich habe gehört, diese Läufe werden abgesperrt und Zuschauer können sich in sicherer Entfernung hinter die Absperrung stellen und das... das eine ganze Zeit lang verboten war. Also der Krampus war verboten, weil das halt, man darf nicht in der Winterzeit sich wie ein Teufel verkleiden. Das war tatsächlich zur Zeit der Inquisition auch streng verboten in Deutschland, wurde allerdings trotzdem noch weiter praktiziert und zwar in Gemeinden, die weit abgelegen waren, wo man sich dachte, ja, zu uns kommt die Inquisition sowieso nicht. Aber no one expects the Spanish Inquisition. Das ist der Krampus und ja, ich dachte, nehme ich mit. Ich fand das erste Bild aber tatsächlich am besten. Der war mir am sympathischsten. Und da sieht man auch am besten, was der Krampus macht. Der kommt nämlich auch mit dem Nikolaus. Bei uns war oft, nicht immer, es hängt immer davon ab, wie viele Freiwillige es gibt, kam zum Nikolaus am 6.12. oder am Abend zum 5.12. immer auch ein Krampus mit. Und vor denen hatte man fast noch mehr Angst als vom Nikolaus. Weil der einen bestraft hätte. Und der sah auch immer entsprechend aus und hatte schwere Eisenketten und eine Peitsche dabei, die sehr authentisch waren. Es gibt übrigens bald eine Creepypasta über den Krampus. Ich freue mich da schon sehr darauf. Ich habe hier meinen Kalender und da stehen alle Creepypastas drin, die auch schon fertig sind. Aber ich habe noch keinen Urlaub, es sind noch nicht alle Videos fertig. Und zwar, tragt euch das gleich ein, am 18. Dezember kommt eine Geschichte von Bex. Und diese Geschichte, die handelt auch von Krampus, die ziemlich cool ist. Und es gibt zwei Enden. Bex wusste nicht, wie sie die Geschichte enden lassen sollte und hat zwei Enden geschrieben und hat gesagt, ich soll mich entscheiden. Und habe ich gesagt, pff. Ja, nein, mache ich nicht. Also habe ich beides vertont und am Ende des Videos könnt ihr euch dann beide Enden anhören. Könnt ihr dann einfach auf zwei Videos klicken, habt ihr zwei Enden. Voll gut. Ich fand's auch eine optimale Lösung. Würde ich aber jetzt öfter machen, so verschiedene Enden. Ganz kurz, man sieht da gerade was, ich wollte sogar sagen, warum er das Kind auf der Schulter hat. Krampus bestraft die Kinder unter anderem auch dadurch, indem er sie in seinen Korb auf seinem Rücken schmeißt und mit in den Wald oder in die Berge nimmt und Dinge tut, die eher nicht so angenehm sind. Zapsi hat auch gerade im Chat geschrieben, als Österreicher, dort ist es nämlich noch richtig verbreitet, bei ihnen heißen sie Perchten und es gibt sogenannte Perchtenläufe. Ja, das ist ein anderer Name und es gibt auch eine Frau Perchter, glaube ich, oder? Diese mythologische Figur, die ist nochmal sympathischer. Die Frau Perchter, wenn ich mich recht erinnere, schneidet nämlich den Kindern den Bauch auf und füllt ihn mit Steinen, um sie dann im See zu versenken. Ja, was aber gar nicht so schlimm ist, denn die sieben Geistern haben das auch mit dem Wolf gemacht und Rotkäppchen und die Großmutter haben das auch mit dem Wolf gemacht. Von daher... ist ganz normales Märchenende. Passiert. Also wenn ihr ein Leben wie im Märchen haben wollt, dann kommt Frau Perchter nachts zu euch, schneidet euch den Bauch auf und füllt ihn mit Steinen. Oder aber ihr seid gute Kinder, dann bringt sie euch nämlich Süßigkeiten und Kati-Merch. Kati-Merch. Die beiden Sachen, die sich jedes Kind wünscht. Ganz genau. So, a Christmas Greeting. Ist das nicht niedlich, wenn aus deinem Kuchen auf einmal ein kleines Kind schlüpft? Das ist der Mutterkuchen. Okay, der war schlecht. Entschuldigung, der war spontan. Ja, also jetzt sind wir nur noch allein. Ich kann euch jetzt meine Bilder ganz allein zeigen. Und... mein Bruder sagt, der war gut, danke. Jetzt geht's mir besser. Ich find die Karte niedlich. Ja, sie ist verstörend. Ich würde das Kind wahrscheinlich mitessen, aber...
Ich habe für dich bezahlt, jetzt esse ich dich auch. Horror Cocktail sagt, der hätte von mir sein können. Ja, also wie gesagt, hier ist auch nochmal der Krampus. Gruß vom Krampus. Ist er nicht süß? Ist er nicht süß? Mit diesem schelmischen Grinsen im Gesicht. Und seiner langen Zunge. Und was mir aufgefallen ist, diese überdimensional lange Zunge, die sehr wie ein Dreieck aussieht, sieht man auch fast an Krampus-Bildern, die ich gefunden habe. Und die Kostüme haben auch meistens so eine lange Zunge vorne hängen am Mund. Das also ist Schlurp. Mach das Geräusch nochmal. Nein. So voll süß. So schlecht war der nicht, sagt C. Weber. Danke. Dankeschön. Kweber. Creepy König schreibt, Katis Humor. Einmalig. Unterschreibe ich so. Glücklicherweise. Ich bin, also das ist eine ganz normale Karte gewesen. Es ist aber auch, wie gesagt, Humor ist auf der einen Seite generell für so eine sehr düstere Zeit sehr essentiell gewesen. Und was wir heute, ich glaube, wir sind heute auch ein bisschen strenger, was das alles angeht. Ja. Ich sehe es, wie gesagt, immer, wenn ich Märchen vorlese, in denen Dinge passieren, dann heißt es auch gleich wieder, sowas kann man nicht Kindern zeigen. Doch, kann man. Ganz genau. Und das sind auch ganz normale Weihnachtskarten. Ganz genau. Das klingt sehr militant, wenn du das so sagst. Ganz genau. So. Hier eine meiner Lieblingskarten. Erinnert mich... Womit schüttet er da? Das ist ein Nachttopf, nehme ich mal an. Oder eine Milchkanne. Also, auf jeden Fall ist es ein lustiger Spaß, wie man an den beiden Menschen da oben sieht. Ein lustiger Spaß für alle Beteiligten. Alle. Gut, das gefriert sehr schnell und es stinkt und es ist außerdem sehr überraschend gekommen und es geht mitten in your face. Aber Onkel Brody schreibt, das ist der Nachttopf. Sophia sagt, nein, die Kanne von der Waschschüssel. Mavuro schreibt, pray for Archie. Betty McBoss sagt, meine Tochter ist 3,5 und liebt Totenköpfe und Fledermäuse. Sie hat sogar schon Coraline mit mir geguckt. Auch ein Film, bei dem einige übervorsichtige Eltern aufschreien würden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gibt halt auch noch coole Kinder heutzutage. Aber ich habe, wie gesagt, ich kriege regelmäßig auf meinem Märchenkanal Warnungen von besorgten Eltern, meinen Kanal zu meiden. Wirklich? Die warnen andere Eltern davor? Ja, ja. Warnung, das ist nicht gesund für Kinder, wenn sie sehen, dass Hänsel und Gretel beispielsweise mit Gewalt davon kommen. Man kann jeden Konflikt auch friedlich lösen. Jeden. Sicher? Ja, laut denen ja. Und man soll Kindern lieber ein harmonisches Familienbild vermitteln. Also wenn Eltern ihre Kinder im Wald aussetzen, dann kriegen doch die Kinder Verlustängste. Moment. Von vornherein. Wenn wir jetzt bei Hänsel und Gretel ein harmonisches Familienbild zeichnen, dann sind wir noch 5 Zeilen fertig. Ja, darum geht's nicht. Worum geht's dann? Du musst ja nicht immer deine 10 Minuten im Video vollkriegen. Kannst du aber sagen, Hänsel und Gretel hat eine intakte Familie und... Punkt. Dann... Punkt. Ja. Und dann... Ja, Punkt. Betty fragt, ich jetzt Eltern, die von Märchen waren? Ja, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Auch wenn so zum Beispiel alte Märchen, ich kann's, bei manchen Sachen kann ich's verstehen. Zum Beispiel, wenn die Brüder Grimm antisemitische Märchen gemacht haben. Aber die waren damals harmlos und die waren nicht so gemeint, wie wir mit unserer Geschichte sie heute verstehen würden. Ich lese jetzt Märchen vor und nicht als politische Botschaft. Und es gibt nun mal Stereotypen und da ist nun mal der Jude der Böse. Und das kriegst du aus einem Märchen nicht raus. Du kannst es nicht ändern, dann hat sich die gleiche Wirkung, finde ich. Ich kann dich auf jeden Fall beruhigen. Du kannst dich den Juden zum schwarzen Mann machen. Dünnes Eis. Verdammt, dünnes Eis. Ich kann nicht lernen, ich habe so eine Schmerzen. Das tut mir leid. Ja. Aber ich kann dich beruhigen. Mavudo hat gesagt, es tut ihm leid und er hört auf, Warnungen auf deinem Kanal zu posten. Danke, danke. Okay. Lila Waldfee schreibt, diese Eltern scheinen ja keine tolle Kindheit zu haben, wenn sie vor allem Angst haben. C. Weber schreibt, Märchen gehören aber doch zur Kindheit dazu. Ja, ganz genau. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich kann es auch in keinster Weise nachvollziehen. Und dass sie wirklich davor warnen, finde ich auch wirklich krass. Ich meine, dass ein paar so reagieren von wegen, das ist doch zu hart. Okay, aber wirklich so von wegen Warnung? Wow.
Mahuda sagt, wow, YouTube wird abgehen nach dem Witz. Ja, an alle, die jetzt unter dieses Video auf YouTube einen Kommentar schreiben, es tut mir leid, ich möchte mich hiermit in aller Form öffentlich entschuldigen. Es war nur ein Witz. Auch im Namen deiner Familie. Auch im Namen meiner Familie. Danke. Blutfeiernacht sagt, das ist zwar ein ewiges Streitthema. Ich denke, manche Kinder könnte zum Beispiel der Struwwelpeter ängstigen, andere nicht. Im Endeffekt muss es ja jeder selbst wissen. Aber war es nicht Sinnessache, die Kinder irgendwie zu ängstigen in der Richtung? Jein. Zu erziehen, aber jetzt nicht, also das ist halt schwarze Pädagogik, aber man muss ja nicht Angst kriegen. Meine Mama hat zum Beispiel sehr gerne schwarze Pädagogik angewendet und ich finde, es ist eine super Möglichkeit, einfach auch ein Dominanzverhalten und zu zeigen, welche Machtposition gegenüber einem Kind man hat. Wenn man zum Beispiel, also meine Mutter hat zum Beispiel Mr. Tom, ihr kennt Mr. Tom, diesen Riegel, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Wenn du das so erzählst, erschließen sich mir gerade tatsächlich sehr viele Wesenszüge von dir. Also, Mr. Tom, ich wollte immer einen Mr. Tom Riegel, weil da so viele bunte, lustige Gesichter drauf waren. Meine Mutter hat gesagt, das sind die Zahnteufel, die da abgedruckt sind. Die gehen in deine Zähne und dann beißen die kaputt. Und da siehst du, wie viele Zahnteufel drauf sind. Und deswegen habe ich keinen Mr. Tom gegessen. Gar nicht. Niemals. Hat funktioniert. Okay. Ich lausche nur der Musik. Betty McBoss sagt, danke, Kathi, es tut so gut, das mal so zu hören. Dieses Argument bringe ich das nächste Mal, wenn mir wieder jemand blöd kommt. Ja. Pray for Arschi 2. Also, ich darf jetzt keine Erziehungstipps geben. Macht mit euren Kindern, was ihr wollt. Hauptsache, es werden vernünftige Menschen. Nicht unbedingt, was ihr wollt, aber... Aber, okay. So, ich zeig mal das nächste Bild. Da haben wir sie wieder. Was? Was passiert? Ist das eine Katze im Hintergrund? Ja. Vergiftet die Katze gerade Rotkehlchen, um sie zu essen? Nein. Das ist ziemlich effizient. Die haben einfach vom Glühblut genascht. Und sind dann umgefallen. So betrunken sind sie reingefallen. Und ja, die Katze, die wartet natürlich nur darauf. Das wird ein Festessen. Merry Christmas and a Happy New Year. Da sind sie hier, die Rotkehlchen. Mach's gut, Eisengrout. Schönen Abend noch. Achso, Eisengrout, bevor du gehst. Ich habe heute deine Familiengeschichte gelesen. Und sie ist so gut, oh mein Gott. Ich freue mich sehr. Sie kommt am 25. Nur damit du Bescheid weißt. Okay. Ach so, das ist eine Schüssel voll Bowle und die trinken die Bowle und sind betrunken und die Katze wird sie dann gleich essen. Vögeln bis zum Umfallen. Es ist noch nicht 22 Uhr. Bitte zügle deine Zunge. Okay. Also, das zum Beispiel würde ich jetzt vielleicht auch als schwarze Pädagogik sehen, dass man nicht im Winter auf Seen rumläuft, egal wie verlockend das ist. Ich habe das mal als kleines Kind gemacht, aber ich bin nicht reingefallen. Da waren sie freigegeben und dann sind auch Leute Schlittschuh gefahren. Das war in Sanssouci, da hat meine Oma gewohnt, im Schlosspark. Hat sie wirklich. Und ich war dort jedes zweite Wochenende oder jedes Wochenende. Und dann im Winter war einmal der See gefroren. Und da waren ganz viele Menschen auf dem See und sind Schlittschuh gefahren. Und ich habe das gar nicht geglaubt, weil man mir immer gesagt hat, man darf niemals auf den See, wenn er gefroren ist. Never ever. Und ich habe mich immer nicht getraut. Und dann bin ich draufgegangen und das war ein Erlebnis der dritten Art für mich. Der vierten. Was sagt man? Der besonderen. Der besonderen Art. Das war so cool. Aber ja, wenn ich immer daran denke, dass manche Hundebesitzer zum Beispiel ihre Hunde im Winter direkt so an den See lassen und dann kracht der Hund rein, kriege ich das Grauen. Ich habe mich tatsächlich auch immer nie getraut, auf einen zugefrorenen See zu gehen. Also ich habe es manchmal gemacht, aber ich hatte immer unglaubliche Angst. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sag jetzt noch nicht, wie das Ding heißt, was das Mädchen dort hat. Kennt ihr das noch? Ich hatte das als Kind. Ich weiß, wie es heißt, aber ich werde es gucken, ob ihr das noch kennt. Wegen Tierschutz und so werde ich jetzt nicht erzählen, dass meins aus Kaninchenfell war, so wie die russische Schapka, die ich hatte. Aber ich habe das so geliebt als Kind. Interessant. Das Wort, das wir suchen, wird von unserem Automod geblockt. Ja, ein Muff. Du musst noch eins erlauben. Erlauben.
Muff. So. Das heißt Muff tatsächlich, ja. In St. Moritz findet jedes Jahr Pferderennen auf dem See statt. Das wenn er gefroren cool. ist, oder? Der ist aber ziemlich, ziemlich dekadent. Nein, wenn er nicht zugefroren ist. Sie meinen nämlich Seepferde. Okay. Also, genau, das ist ein Muff. Und ich sehe heutzutage kaum, niemals jemanden mit Muff rumlaufen. Aber ist auch klar, du kannst ja dein Smartphone da nicht bedienen. Wir brauchen einen Muff mit einer durchsichtigen Vorderseite, damit man in dem Muff das Smartphone bedienen kann. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das und ist Marktlücke. Was auch ziemlich, ziemlich unangenehm ist, wenn du einen Muff hast und du dann stolperst, dann kannst du dich nicht mit den Händen so schnell abstützen. Ja, das ist mir auch ein paar Mal passiert. Muff, ich habe jetzt vor kurzem auf Amazon geguckt, ob es hübsche Muffs gibt. Was, Muffs oder Muffe? Muffis. Aber ich habe leider keinen schönen Muff gefunden. Und ich weiß auch nicht, ob ich einen haben möchte, weil die halt, wie gesagt, unpraktisch sind. Was machst du mit dem Smartphone? Dann, ja. Mavudo schreibt, ich musste das Büblein auf dem Eis in der Grundschule lernen. Deshalb wusste ich, man geht nicht auf zugefrorene Seen. Das Büblein auf dem Eis, ist das urheberrechtsfrei? Mavudo, wie sieht es da aus? Können wir da bitte eine kleine Auswertung von dir hören? Dankeschön, danke, danke. Okay. Mrs. Sabotage, ich hatte auch einen Morph. Ja, die sind toll, oder? Aber heute sind sie dann aus Kunstfell und so ein bisschen filziger. Ich sag nicht, dass ich es gut finde, Pads zu tragen. Mache ich auch nicht. Aber ich habe einen Vergleich. Mhm. Gleich kommen wir an ein Archivbild. Jetzt kommt erstmal ein ganz normales, niedliches Katzenbild. Katzenbilder gehen immer. Ihr kennt das. Ihr wollt eurer Mutter einen schönen Weihnachtsgruß schicken. Also erstmal ein schönes Katzenbild. Mit einer schwarzen Katze? Das sind auch Bilder, die man auch in Familien-WhatsApp-Gruppen jederzeit klicken kann, weil Mütter halt einfach auf Katzenbilder erfahren. Ich weiß, wovon ich rede. Deswegen, ja, ein ganz... Wird dieses Jahr garantiert der Renner in jeder Familien-WhatsApp-Gruppe. Dieses Bild könnt ihr dann euren Eltern schicken. Mavudo schreibt übrigens Erscheinungsdatum 1894. Na, vertone ich das mal. So, Mietz, sagt Onkel Brody. Ja. Endlich ist mal wieder Mietz am Start. So, jetzt kommt Archibald. Erschrecke ich mich jetzt? Ich weiß tatsächlich nicht, welches als nächstes kommt. Aber ich glaube, ja. Alter! Was ist das? Das ist eine nette Frau, die Hunger hat. Ist das echt? Also, die macht doch nur Faxen, dass sie da rumschreit, oder? Die schreit nicht, die hat ein Bein im Mund. Die andere, die da liegt. Ach so. Oder lacht die? Nein, die schreit schon. Aber nein, das ist tatsächlich kein echtes Foto. Keine Angst. Die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Grüler gibt es nicht wirklich. Das ist tatsächlich die sozusagen isländische Version des Krampus. Die Grilla ist, also auf diesem Bild erkennt man es jetzt nicht so, aber ist eine Riesin, die auch in der Edda erwähnt wird. Und die lebt das ganze Jahr über in den Bergen und weiß aber immer, welches Kind artig und welches nicht war. Denn sie hat nämlich Facebook. Und sie folgt euch allen. Deswegen ist es wichtig, dass man auch immer die Privateinstellung richtig korrigiert und immer wieder kontrolliert. Können fremde Leute meine Freundschaften sehen? Können sie sehen, was ich poste? Das ist heutzutage echt wichtig. Sonst passiert sowas. Schwarze Pädagogik. Ja. Yeah. Sie kommt auf jeden Fall genau wie der Krampus einmal im Jahr in die Dörfer und Städte und holt dann all die unartigen Kinder, um sie zu essen. Das ist die einfache Variante. Entweder sie macht's wie hier und isst sie sofort noch im Bett, oder sie nimmt sie mit nach Hause für einen Snack zwischendurch. Von der Edda in einen Weihnachtsmythos. Was für ein Abstieg, sagt mal Budo. Tatsächlich ist das die Geschichte, die sie schon immer hatte. Also das Julfest gibt's ja in Island schon immer. Jul. Ja, es gibt den deutschen Begriff Julfest mittlerweile auch. Es gibt das deutsche Wort, deswegen habe ich Julfest gesagt. Aber Jul. Es schreibt sich Yule im Original. Und sie hat tatsächlich auch noch ihre Kinder bei sich. Die Yule-Lads oder Lads, die sie begleiten und die ihr dabei helfen, unartige Kinder, sagen wir mal, zu bestrafen. Mittlerweile werden die allerdings auch etwas freundlicher dargestellt als früher. Und sie
zerfleischen die Kinder nicht mehr, ich sag's mal ganz diplomatisch, sondern sie sind eher sehr frech und spielen schlimme Streiche. Pranks, und das heißt Pranks, bitte. Tatsächlich, ja, trifft das Wort ziemlich gut. Da lädt man sie auf YouTube hoch, schaltet 5-mal Werbung. Ich kann mir vorstellen, dass die Seite auf Englisch wahrscheinlich sogar Prank geschrieben hätte, wo ich recherchiert habe. Auf jeden Fall sind die mittlerweile etwas verharmlost worden, wie es heutzutage eben so ist. Und die bringen auch mittlerweile Süßigkeiten mit für die guten Kinder. Vergiftete, aber Süßigkeiten. Nee, nicht vergiftet, die wollen sie ja noch essen, wenn dann. Kitsuna sagt, ich liebe deine Spontanität bei solchen Witzen gerade. Danke. Ja, das macht sie den ganzen Tag. Tatsächlich den ganzen Tag. Okay, sollte sie Facebook haben, würde sie wohl eher tun und was zum Anziehen mitbringen, sagt Becky McBoss. Oh ja, das stimmt. Jetzt habe ich mir ein ganz süßes Campusbild. Das ist ja süß. Das ist niedlich, sieht aus wie Shiva, wenn sie Auto fährt. Wenn Shiva Auto fährt, sitzt sie immer vorne, also will immer vorne sitzen. Und dann hängt ihr die Zunge auch so raus. Und dann hat die ihre Pfoten so vorne auf dem Dashboard drauf. Oder auf dem Lenkrad, weil am liebsten sitzt sie bei mir auf dem Schoß. Das macht man natürlich nicht. Nein. Nur in Seitenstraßen auf Dörfern, wenn man 10 km/h genau. fährt. Genau, das haben wir in dem Moment einmal gemacht. Das war quasi direkt vor der Einfahrt von Katis Eltern. Ich will die Geschichte kurz erzählen, weil es war einfach so süß. Sie wollte unbedingt bei mir da auf dem Schoß sitzen und gesagt, ja, okay, ich muss nur noch einmal nach links lenken und 10 Meter geradeaus fahren. Gut. Dann saß sie da, hatte die Vorderpfoten auf dem Lenkrad, saß auf meinem Schoß und dann, das Problem ist beim Fahren, früher oder später muss man bremsen. Und ich habe ganz langsam gebremst, aber Shiva war so unvorsichtig und war so gehypt und hat sich so gefreut, dass sie endlich mal auf meinem Schoß sitzen darf beim Autofahren, dass sie mit der Nase gehupt hat. Die ist so mit der Nase gegen die Hupe, es war so lustig. Es ist wahrscheinlich eine dumme Geschichte, die man erzählt, aber es war sehr lustig in dem Moment. Wir haben gelacht. Ihr hättet dabei sein müssen. Ihr hättet alle mit im Auto sitzen müssen. Alle. Ja, sieht aus wie das Monster in Rainbow. Ach, das war ein schönes Spiel. Rainbow kenne ich das irgendwie. Ja, doch, ich habe es mal gesehen, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe es gespielt. Ich habe nie Let's Plays von Gronkh gesehen. Ich habe immer Brugger geguckt, ich mochte den lieber. Nichts gegen Gronkh, bitte, ja? Ich habe nichts gegen Gronkh. Fangirl Nummer 1. Sarraz habe ich eine Weile geguckt. Ja, ist auch nicht so. Okay, übrigens, da sieht man auch nochmal, das ist wir sehen diese Darstellung heute nicht mehr. Das ist dann der Nikolaus, richtig? Und die haben diese großen Hüte auf. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber in ich ganz... Nicht? Nee. Bei uns kommt der immer mit so einem Hut. Echt? Ich kenne den Stab also und den Hut genauso, wie er dort abgebildet ist. Ich kenne das nur noch aus ganz alten Kinderbüchern. Ich habe das nie irgendwo so gesehen. Doch, bei uns gehen die tatsächlich noch genau mit diesem Stab, genau diesem Hut. Ja, der kommt ja aber nicht zu uns. Ich dachte, das haben wir schon geklärt. Ja. Das ist echt... Okay. Ist Mitra, der Hut wirklich das Schlimmste? Sagt Sofer. Nein, von der all Stab. Dem, was wir bisher, von all dem, was wir bisher gesehen haben, sind diese Hut und dieser Stab das Schlimmste? Ja. Okay. Mit der langen Zunge komme ich ja noch zurecht, aber guck dir mal den Stab an. Das, gut, nächstes Bild. Was? Also. With many Merry Christmas Greetings. Das ist, Wow, was ist das? Ja, da schlüpft ein kleiner Gruß aus dem Ei. Was? Also früher war das, sollte das nicht verstören oder so. Das war einfach so eine abstrakte Kunst. Ich hatte mal ein Kinderbuch, ein russisches, und ich weiß nicht mehr, worum es da ging und was es für eine Geschichte war und wie das Buch aussieht. Ich bin so traurig, weil ich halt schon mehrfach jetzt bei meinen Eltern geguckt habe, ob das Buch irgendwo ist. Das war ein sehr verstörendes Buch mit Menschen, die waren aus Eiern. Also die sahen genau so aus, die hatten nur ganz böse Köpfe noch drauf und die waren alle kaputtgeschlagen. Es war irgend so ein Kinderbuch, aber es war sehr brutal und ja. Deswegen verbinde ich das natürlich mit Kinderliteratur, das Buch, das Bild. Kannst du mir kurz mal das Wasser reichen? Niemand kann dir das Wasser reichen. Das ist mein Witz und du hast sie nur geklaut und du weißt es. Hija sagt, bei uns rennen sie auch noch so rum. Ja, also Weihnachten ist ja auch die Zeit des Gebens und Teilens. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch an die Bedürftigen denken und an die, die vielleicht nichts haben, die vor lauter Stress vielleicht auch den Kopf verlieren. Das ist keine Guillotine, das ist zum Glück nur ein Foltergerät. Wie heißt's?
Pranger, ein Pranger. Ein Pranger. In Bayern wird der nämlich heute noch benutzt. Nee, in Bayern ist es die Guillotine. Wir machen keine halben Sachen. Na doch, dann macht ihr sie. Nicht ganz halb, wir machen dann Zehntelsachen. Okay, was ist eigentlich für komische... Ich hatte so schöne Weihnachtsmusik. Hört ihr die überhaupt? Ich hatte so schöne Weihnachtsmusik und ich weiß doch, wo sie ist, aber dazu müsste ich einen anderen Player jetzt starten und dann werdet ihr taub. Noch deswegen, taube. Deswegen gibt es heute nur komische Weihnachtsmusik. Devian sagt, ach, das ist gemein, er kommt da nicht ran. Das ist nämlich, das ist der Sinn von Weihnachten, um den Armen zu zeigen, was die Reichen haben und was die Armen niemals erreichen können. Teilen sie, aber sie teilen nicht wirklich. Sie geben dir ein Smartphone, aber kein Ladekabel. Sie geben dir einen Kuchen mit Messer, aber kein Teller dazu. Und ohne Teller kannst du nicht essen. Du hast angefangen mit Kuchen und wusstest dann nicht, wie du weitermachen sollst, oder? Ja. Es gibt auch einen Pranger to go, das nennt man dann Schandgeige. Okay. Pranger to go. Gibt's das heute noch? Nein, ich glaube nicht. Schade. Also Bayern vielleicht, aber... ich mache jetzt einfach mal weiter. Hm? Ich werde langsam echt müde, aber es ist auch eigentlich lustig. Und who's afraid? Na? Wer hat Angst von euch? Ist das nicht eine niedliche... Weihnachtsgrußkarte? Wieso Angst? Na, vor dem Nikolaus oder dem Soldaten. Ist das ein... Nee, ist das ein Spielzeugsoldat. Ich dachte jetzt... Ich hatte jetzt tatsächlich kurz den abstrusen Gedankengang, das soll den Nussknacker darstellen. Und Angst vor Mäusekönig. Das ist so ein Husaren... Ja, das ist so eine Art Zitat darstellen soll, so die Angst vor Mäusekönig. Wer soll Angst vor dem haben? Ich nicht. Schuckerichter, Alter, ist das creepy. Erstmal, willkommen im Christ im Wahnsinnigen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und ja, okay. Schandgeigen gibt es im Kriminalmuseum in Rothenburg. Da müssen wir mal hin. Da wissen wir, wo wir unseren Urlaub, wo wir unsere Flitterwoche feiern. Bei den Schandgeigen in Rothenburg. Beim Kannibalen von Rothenburg. Daher kenne ich Rothenburg. Ich glaube, das andere ist Rothenburg, das du meinst. Oh. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich glaube, dein Rothenburg ist ein anderes. Okay, jetzt kommen wir an Archibild. Ich will nicht... Jetzt kommen, glaube ich, die ohne große Geschichte, die einfach nur gruselig aussehen. Ja, die Kleine. Ist sie nicht süß? Das ist doch eine Clownsmaske, oder? Oder nicht? Streckt sie die Zunge raus? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Nein, wieso sollte sie die Zunge rausstrecken? Warum sollte der Krampus die Zunge rausstrecken? Creepy. Oh, ich finde die voll putzig, die Kleine. Ich finde sie wirklich putzig. Ja, stell dir vor, du hast ein Kind, das so um die Ecke kommt. Du ahnst nichts, du bist so angetüdelt von Weihnachten und dann kommt die um die Ecke geschossen und sagt, are you my mommy? Was denn? Ach komm. Das wird die Form von Puppen und Spielzeug sein, mit der unsere Kinder aufwachsen werden. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass unsere Kinder genauso um die Ecken kommen werden. Ja, definitiv, ja. Okay. Die Tochter von Michael Myers sagt Mina mehr. Oder guckt ihr, schreibt auch, der Joker war mal klein. Ja? Harlekin, ja. Ich find's verstörend. Wir lachen heute, denn wir sagen, das ist diese kleine Clownsmaske, das ist doch total niedlich. Doch dann stellt sich heraus, sie hat ihre Eltern umgebracht, das Gesicht abgezogen und aufgesetzt. Blutfeuernacht schreibt, das war eine Anspielung auf Dr. Who, oder? Ich liebe dich, Kathi. Was war eine Anspielung auf Dr. Who? I am my mommy. Ich dachte, das wäre eine Anspielung auf die andere Gruselpuppe, die wir im Wohnzimmer haben, weil die das auch sagen. Oh Gott. Ja, ich bin aber... Ich muss Dr. Who weitergucken. Ja, du musst die letzten beiden Folgen und mich gucken. Wir sind immer noch bei der drittletzten. Ich bin Team Tennant und ich kann deswegen, also ich zeige Archie gerade Dr. Who. Und ich kann jetzt dieses Finale, bitte nicht spoilern, Archie sieht das nämlich,
Dieses Finale mit Rose kann ich nicht gucken. Es war die traurigste Folge überhaupt. Ich bin übrigens immer noch Team Smith. Ich verstehe, warum sie Tennant so toll findet. Ich finde ihn auch super. Aber ich finde Matt Smith tatsächlich sympathischer. Auch wenn David Tennant die ernsteren Passagen besser kann. Horrorcocktail sagt, der Krampus hat übrigens deswegen die Zunge raus, weil dieser lange Lappen von dem Typen nicht in seinen Mund passt. Das ist viel zu rational als Erklärung. Das finde ich langweilig. So. Die Eis schreibt, also im Finale von Doctor Who. So. Sophie schreibt, Team Tom Baker. Wer ist Tom Baker? Der mit dem bunten Schal und den Locken. Der macht so. Der noch mit Smith, ne? Nein, der lange vor Matt Smith. Ach so. Das ist von den alten Folgen. Blutvollnacht sagt, oh ja, und wie, oh Gott, ich hab geheult, ich auch. Und deswegen muss Archie diese Doppelfolge ohne mich gucken. Dann ist es besser, wenn man alleine heult. Ich hasse es, vor anderen zu heulen. Und wenn wir etwas Trauriges gucken, gehe ich immer raus. Wenn ich merke, ich muss heulen, dann muss ich ganz dringend auf Klo. Und sage ich, Archie, guck ruhig weiter. Das ging bei Desperate Housewives in einer Tour so. Da bin ich ständig gerührt von irgendwas. Das Problem ist tatsächlich für mich, wenn sie sagt, ich gehe auf Klo, guck ruhig weiter. Das ist in keinster Weise repräsentativ, weil da sie jede einzelne dieser Folgen schon gekannt hat, war tatsächlich, guck ruhig weiter, ein völlig valides Argument. Und dass sie regelmäßig auf Toilette geht, ist auch ein völlig normales Szenario. Deswegen, ich hatte keine Chance. Also guck mal, das ist doch eine niedliche Kuschel-Flausch-Furry-Form vom Krampus, oder? Nein, Schatz, das ist eine Ziege. Ist der Krampus auch, der hat auch Ziegenhörner? Nein, ich glaube nicht, dass diese Ziege eine Ausgeburt der Hölle ist. Ich vermute, sie ist von der Weide. Eine Ausgeburt der Weide. Lela Waldfee sagt, der Junge schaut voll ertappt. Und wisst ihr warum? Weil er die Äpfel gestohlen hat. Und wir alle wissen, was der Ziegenbock jetzt mit dem kleinen Jungen macht. So, das nächste Bild ist eines meiner Lieblingsbilder. Das zeigt nämlich diesen, man kann diesen Humor nicht anders in Bilder einfangen, außer so. Es gibt so witzige, müsst mal danach gucken, auf Pinterest zum Beispiel gibt es auch ganz tolle alte Sammlungen von diesen Rumalba-Bildern aus der viktorianischen Zeit. Und das ist einfach niedlich, wie sie aus einem... Nein? Wir müssen auch so einen großen Schneemann bauen und dann musst du auch aus dem rausgucken. Dann brauche ich aber so einen schönen Hut. Das wird ein Postkartenbild für nächstes Jahr. Ja, wenn wir so einen Schneemann gebaut haben, dann gerne. Aber wir wohnen ja auch in den Alpen und da geht das. Krieg ich hin? Challenge accepted? Okay, ihr habt ihn gehört. Ich meine es übrigens ernst, also wenn es schneit, macht Horror-Schneemänner und schickt uns die Bilder. Das wäre richtig, richtig, richtig cool. Das wäre super cool. Und markiert mich immer, verlinkt mich, markiert mich auf dem Foto. Sie spricht von Instagram jetzt in diesem Fall. Aber ich meinte tatsächlich, mir schicken, dann können wir vielleicht einen Stream oder sowas einbauen. Aber ihr könnt es auch gerne auf Discord dann einfach posten oder sonst irgendwie uns zukommen lassen. Wir würden uns richtig freuen. Also wirklich, macht, macht, macht. Das wäre voll cool. Okay. Ei, wen habe ich denn da hinterm Schrank entdeckt? Der Krampus, der Schlingel. Da habe ich ihm erstmal die Rute abgenommen und jetzt sitzt er da mit seinem Dreizack. Kinders. Also keine Faxen. Ich hätte ihm, glaube ich, eher den Dreizack weggenommen als die Rute. Tja. Falsche Prioritäten, Lady. Wieso hat er eigentlich Fesseln? Was stellst du heute für komische Fragen? Nein, das habe ich... Überall haben die Ketten. Was ist ja, das? Weil sie Kinder entführen und gefangen halten, unter anderem. Okay. Miss Orwin Leaf sagt, ich glaube langsam, dass fast alle alten Bilder auf uns heute verstörend wirken. Ganz genau. Ja. Und wir hatten ja mal diesen Stream mit diesen... das war kein Stream, das war ein Special. Was? Als ich diese Bilder auch gezeigt habe, wo die mit ihren Toten sich fotografieren lassen. Doch, das war auch ein Stream. Das war auch ein Stream. Nochmal also die Frage. Beides. Hört ihr eigentlich die Musik? Auf jeden Fall ist das für die gar nicht verstörend gewesen. Für uns ist das heute absolut krass, aber wir sind auch sehr weich gespielt, glaube ich. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich cooles, lustiges Bild. Sieht aus wie ein alter Putzlappen, sagt Heecher. Stimmt, mit der Zunge könnte man bestimmt gut putzen. So. Was denn?
An sich ist es nicht verstörend, aber ich wollte es euch zeigen, wie niedlich es ist, wenn bärtige alte Männer an das Bett von schlafenden Kindern kommen und... Warum ist die Puppe rechts nackt? Ja. Das sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Warum guckt der Weihnachtsmann in diesem Kontext so komisch zu dem, der nackten Puppe und dem Mädchen? Warum schläft das Kind unter... vor offenem Feuer? Ja, weil das damals keinen interessiert hat. Das ist mir bei den Märchen aufgefallen, die ich jetzt für diesen Adventskalender gemacht habe. So oft wird immer von verbrannten Tannennadeln erzählt und dass dann Weihnachtsstimmung aufkommt. Und das haben die Leute früher mit Weihnachten verbunden, weil die halt ständig die Tannennadeln angesenkt haben, weil die auf ihren Weihnachtsbäumen echte Kerzen hatten. Eine sehr interessante Frage, Onkel Brody. Ein Hase zu Weihnachten? Warum ist da ein roter Hase? Wo ist denn der Hase? Vor seinem Bart. Und sind das Ostereier daneben in dem Korb? Nein, das sind Pilze. Oder Äpfel? Warum dann der Hase? Gibt es eigentlich Musik? Hört ihr Musik? Ich muss nochmal fragen. Die Musik ist hörbar, danke, Onkel Brody. Gott sei Dank. Ich finde das. Ich finde es auch von Farben. Das Mädchen steht gar nicht, das Mädchen liegt da in ihrem Bett. Das ist ihr Bettchen. Das ist so eine Memento Mori-Fotografie. Das Mädchen ist eigentlich tot. Was ist eigentlich los mit dir heute? Du bist verstörender als die Bilder. Mann. Tapsi schreibt, ich habe auch echte Kerzen am Weihnachtsbaum. Das halte ich für keine gute Idee. Hier habe ich meine Schwiegermutter... Okay, Entschuldigung. Also hier haben wir... Dünnes Eis, auf das du dich heute die ganze Zeit begibst, ja? Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Es sieht aus wie Farm der Tiere oder so. Merry Christmas und wir sehen zwei Schweine in Menschenbekleidung. Das weibliche Schwein hat einen sehr, sehr, sehr diabolischen Gesichtsausdruck. Wozu ich aber sagen muss, dass es früher so war, dass das Schönheitsideal zur viktorianischen Zeit auch ein bisschen fülliger sein konnte. Und es galt zum Beispiel, da gibt es so ein Sprichwort, ich kriege das nicht mehr zusammen, Love and Become Fat oder so. Es geht auch darum, dass dein Gesundheitsstatus... man dir ansehen konnte, wenn du ein bisschen wohlgenährter warst, zur Zeit der Industrialisierung. Ihr wisst, Leute, es war eine harte Workaholiker-Zeit und es gab kaum Rast und Ruhe, sondern es gab Produktion, Leistung, es gab viele Unfälle, es gab absolute Armut überall, es gab so viel Verschmutzung, alles Wasser war verpestet, die ganzen Straßen waren dreckig, man hat nur die Hauptstraßen geputzt und die Seitenstraßen waren super verpestet. Wer zu dieser Zeit ein bisschen mehr auf den Rippen hatte, war auch gesünder. Und wer gelacht hat, war auch gesünder. Und deswegen sollte man fett werden und lachen. Und deswegen sieht man so fröhliche Schweine dort. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Miss Auburn liefert eine sehr interessante Idee. Die Schweinchen erinnern aber irgendwie auch an Glücksschweine, die man mit Silvester in Verbindung bringt. Ich weiß nicht, ob zu der Zeit in Großbritannien zum Beispiel Schweine so wirklich ein Glückssymbol waren. Das weiß ich nicht. Da müsste ich nochmal Google fragen, aber ich hätte es jetzt so interpretiert, dass man halt gesund ist. Horrorcocktail schreibt gerade, wir hatten immer echte und elektrische Kerzen am Baum und zur Bescherung haben wir noch zusätzlich Wunderkerzen dazu gehängt. Ich sehe auch keinerlei Risiko, das damit einhergehen sollte. Gar keins. Ich würde noch ein paar Böller dazu hängen. Jetzt kommt wieder ein Bild von Archie, ich will gar nicht gucken. Das ist doch ganz harmlos. Es ist ein süßes kleines Kind. Ich weiß nicht, was diese Puppe vorhat, aber ich verstehe auch nicht, warum das Kind so lacht. Ich habe das gesehen und ich habe es als Sinnbild genommen. Ich habe viele solche Bilder gefunden, tatsächlich, mit Weihnachtsdekoration. Und ich finde das unglaublich gruselig. Habt ihr das auch schon mal bemerkt? Es gibt ja an jedem dritten Balkon heutzutage diesen kleinen Plüsch-Weihnachtsmann, der da hochklettert über seine Strickleiter. Aber es gibt teilweise wirklich irgendwo, wenn man in Läden reingeht oder sowas, da stehen so Puppen, so Weihnachtsmannpuppen oder auch, von mir ist auch mal ein Krampus oder ein Christkind. Und die sehen einfach unglaublich gruselig aus. Kennst du noch die, wenn man lang geht, dass sie sich bewegen und tanzen?
Und dann gibt es die, die machen so einen komischen Tanz, die machen so und dann machen sie so. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, und die sind super komisch verstörend, weil die diese seltsame Hüftbewegung so obszön machen. Und das fand ich schon immer sehr unangenehm. Man geht dran vorbei, gerade in Elektroläden war das so. Man geht dran vorbei und dann fangen die an, laut zu singen und dann diese Hüfte so komisch zu kreisen. Das ist mega verstörend. In der Stadt, in der ich früher gearbeitet habe, da, oder wo ich auch abends mal unterwegs war oder in ein Restaurant gegangen bin, da gab es einen, ich glaube eine Goldschmiede war das. Die hatte einen Eingang, da ist zwischen Wand und Tür ist nochmal eine kleine Nische und da ging es um die Ecke, da konntest du noch was reinstellen. Da stand meistens ein Bäumchen oder sowas. Und im Winter, immer wenn ich da dran vorbeiging, hörte ich so ein ganz komisches Kratzgeräusch, immer an dieser Tür. Und ich habe mich jahrelang gefragt, was ist das für ein Geräusch und warum höre ich das immer nur im Winter? Irgendwann habe ich mich dann entschlossen, ich gehe diesen einen Meter nach rechts und gucke es mir an. Es war ein dicker Weihnachtsmann, der da lag und der geschnarcht hat. Ich finde den Blick auf jeden Fall sehr verstörend und den Weihnachtsmann daneben auch. Was jetzt? Was? 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 Ganz genau. Soll ich vorlesen? Wenn du es... Hurra! Hurra for the jolly Christmas tree, and welcome, yes, thrice welcome he who bears this type of mirth and glee, this emblem of felicity. Das ist ein schöner Reim. Ich vermute, es soll ein Weihnachtsmann darstellen? Ja, eine weihnachtliche Figur auf jeden Fall. Was hat denn der da auf dem Kopf? Ist das, ein Blumenkranz. Das ist nicht einfach nur ein Blumenkranz. Ist das eine Mistel? Vielleicht. Das ist so der Hippie der Weihnachtsmänner. Kommt, Kinder! Früher war es der Rattenfänger von Hameln und heute ist es der Hippie-Weihnachtsmann mit der Absätze an? Nee. Creepy König schreibt gerade, Katja, den lustigen heute. Oh Mann! Ja. Wisst ihr, ich bin so fertig mit Nerven. Ich habe jetzt noch... Sekunde. Ich muss gucken, wie viel ich noch aufnehmen und schneiden muss. 1, 2, 3, 4... 5 Sachen und dann habe ich Urlaub. Das heißt, am Montag werde ich das letzte machen. Das geht wahrscheinlich 2 Stunden und 2,5. Und dann habe ich Urlaub. Ich bin so mit Nerven am Ende, kein Wochenende mehr zu haben, keinen freien Tag. Ich kann nicht mehr. Ja, da kommt dann der Wahnsinn langsam durch. Ich habe Angst. Ich habe aufrichtig Angst. So, stillgestanden, wenn der Krampus kommt. Hallo, wir waren ganz artig. Sie lächeln sehr fröhlich dafür, dass vermeintliche kleine Bruder gerade im Ich denke, Kopf es ist Krampus so eine ist. Fotomontage-Dings. Also die Kinder wurden damals zu Martin-Luther-Zeiten reingefotoshoppt und... Damals, als Photoshop noch auf dem Abakus lief. Ja, Mann, ey. Kramp Jung Un sagt BI. Der ist gut. C. Weber sagt, Urlaub hast du dir auch mal verdient. Und Miss Orwin Leaf sagt, den Stress ohne Wochenende Feierabend kenne ich auch, ja. Ja. Ginger Dreadfish schreibt, halt durch, Kati. Ja, es ist nicht mehr viel. Ich wollte ja eigentlich ab 1.12. Wochenende Urlaub haben. Aber ich habe es halt nicht geschafft, jetzt halt noch eine Woche länger. Und ich krieche auf dem Zahnfleisch. VI, vielen Dank fürs Hosten. Dankeschön. Aber es wird ja. Was ist das für komische Musik? Aber es wird. Wir sind bald durch. Eines meiner Lieblingsbilder. Oh. Heute machen wir einen Überraschungsdreier. Sorry. Es ist immer noch nicht 22 Uhr. Was ist denn heute los mit dir? Ich kann nicht mehr. Also, ich persönlich finde die Zeichnung sehr schön geworden, gerade weil die Frau auch so schön aussieht und das Kleid fällt total schön. Ich mag auch solche Kleider und ich finde es einfach lustig, dieses Bild. Und das war halt eine super witzige Karte damals. Ich finde das Grinsen des Krampus so unheimlich witzig. Ja. Ja, warst du denn noch artig? Tja, Spanner Krampus, der Green Mousy.
Ah, man sieht den Neid, sagt Tiger Lady. Ja. Aber er hatte die Route schon dabei, also da kann man ja was machen. Gleich geht's los. Beruhige dich jetzt mal. Kathi, warte noch eine halbe Stunde, kannst du solche Witze machen. Das waren keine Witze, das war alles ernst gemeint. Das macht's nur noch schlimmer, beruhige dich. Bitte, bewahre deine Kontenance. Ja, ich kann einfach nicht mehr. Cora Cocktail schreibt auch schon, Kathi lebt heute nach dem Motto, oh, frivol ist mir am Abend. Das liegt an dem Pullover tatsächlich. Da fühlt man sich einfach viel lustiger, selbstbewusster und man wird schlagfertiger. Ich glaube, man ist sogar unsterblich. Deswegen, Achtung, Werbung, wer mich auch unterstützen will und genauso lustig sein will wie ich, hier gibt es ganz tolle Pullover mit Schneeflocken drauf. Mina mir sagt, also ich finde das lustig. Ja, ich frage, ich muss später mal auf der YouTube-Statistik gucken, ab welchem Witz die Leute abgeschaltet haben. Also wer bis jetzt noch da ist, postet doch mal bitte unter das YouTube-Video ein Schneeflocken-Emoji oder ein Schneemann-Emoji. Einfach um Verbundenheit mit mir und diesem Pullover zu zeigen. Und meinen Witzen. Okay. Gehen wir weiter. Das ist übrigens das Cover eines Märchenbuchs. Es ist jetzt nicht so gruselig. Ich fand es eher hübsch und niedlich. Ich finde den Zwerg tatsächlich schon ein bisschen gruselig. Naja, er bringt den Kindern, wie heißen die, Feuilletons oder so und Spielkarten. Also werden die, wie heißen die? Feuilletons? Nicht Feuilletons, sondern Jetons. Jetons. Meinst du diese Plastikchips? Ja. Ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, dass es Gold und Silber und Bronzemünzen sind, weil einige dieser mythologischen Figuren weltweit tatsächlich auch Gold- und Silbermünzen verteilen an die Kinder. Okay, ich dachte, die Kinder werden... Ich glaube, damals war Plastik noch nicht so verbreitet. Okay, ich muss kurz gucken. Mavudo, Kathi hat gute Laune, dank Glühblut. Trinkt Glühblut. Nächstes Jahr im Kathi Winter Merch Shop. Wir wissen noch nicht, wie wir es produzieren. Doch, ich habe das Rezept genannt, das ist ganz einfach. Ja, und die Rohstoffe beziehen wir woher? Also, Gruß vom Krampus, wieder seine Karte. Wow, das muss ein verdammt schlimmes Dorf gewesen sein. Ja, das passiert. Also, was ist da ganz hinten? Inzest ist einfach nicht gut für mich. Jetzt mal wirklich Kontenance bitte wieder, ja? Also. Wir erreichen völlig neue Abgründe. Bekommt Bayern nicht, würde ich sagen. Hör mal auf, ist ja wieder gut. Diese Karte sollte übrigens nicht zur Sandra Wiener. Vielen lieben Dankeschön. Dank. Dankeschön, vielen Dank, Sandra. Sie hat von Tapsi gelernt und wusste einfach auch nicht, wohin mit den vielen Bits. Dankeschön, danke. Deine Bits sind bei uns sehr gut aufgehoben. Wir machen eine Bits-Farm auf und dann... Genau denselben Witz wollte ich auch bringen. High five. High five. Irgendwann müssen wir den Witz mal erklären. Also. Wisst ihr? Ich glaube, den habe ich schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht. Wir waren beim Ehevorbereitungsseminar und sollten so erzählen, warum wir so ein gutes Paar sind. Warum wir meinen, wir können heiraten und unsere Ehe würde halten. Also habe ich gesagt, ja, hier ist immer für mich da. Und wir ergänzen immer den Satz des... Kartoffel! Und wir sind ein richtig gutes Team. Wir gehen immer Hand in Hand. Und Archie zieht mich aus der größten Scheiße immer raus. Und da habe ich gesagt, nicht wahr, Archie? Und er sagte, ja. Und dann sagte ich, High Five! Und habe aber Ghetto-Faust gemacht und habe es gar nicht gecheckt. Aber Archie, um mich aus der Scheiße wieder rauszuretten, hat einfach mitgemacht und hat sich nichts anmerken lassen. Und für einen kurzen Augenblick herrschte im ganzen Raum Schweigen. Und dann haben sie alle gelacht, weil ich habe es nicht gemerkt, warum die alle lachen. Aber wegen dem High Five, dass Archie in dem Moment so reagiert hat. Mich nicht vorgeführt hat. Ja. Ja. Ja, heute kann ich mir nichts garantieren, wenn du so weitermachst. Okay, also... Mavudo schreibt Angst. Im Notfall hält die Ehe durch Archies Angst. Er hat recht. Jetzt kommt hier ein Archie-Bild. Ganz genau. Das ist jetzt mein Kind. Versuch's dir wiederzuholen. Versuch's einfach.
Hat sie dir auch nur die Handtasche abgenommen? Ja. Mensch, das fällt mir jetzt erst auf. Auch wieder ein Sinnbild. Man muss tatsächlich einfach mal ein bisschen gucken. Ich habe mein Lieblingsbild rausgesucht. Es gibt so gruselige Bilder, was das angeht. Und es gibt eine Tradition, habe ich herausgefunden. Und nicht eine Tradition, ein Schema, was Leute unglaublich gerne bei ihren Weihnachtsfotos machen. Und zwar, das machen die wirklich beim Fotografen in den USA, vermute ich. Da habe ich mehrere Bilder gefunden. Da stehen Eltern mit ihrem ganz kleinen Kind vor einem Fenster, so einer Fensterkulisse. Und hinter diesem Fenster steht der Weihnachtsmann und guckt das Kind an. Das ist und süß. Wie der Weihnachtsmann das Kind anguckt, ist auf manchen Fotos so verdammt creepy. Wenn man dem Kind das Foto danach zeigt, würde es nie wieder schlafen können. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt dafür gebucht wirst oder so, oder andere sagen, hier, stell dich mal bitte ans Fenster und guck mal das Kind an, würdest du auch gruselig gucken. Wenn ich dafür bezahlt werde? Du würdest auch so gruselig gucken. Das ist, als würde ich sagen, wenn ich dafür bezahlt werde zu programmieren, baue ich extra viele Easter Eggs ein. Das, was ich sogar tue, tatsächlich. Das Kind bekommt die Mama nicht wieder. Ja. Also, ich kenne sehr viele Bilder, auf denen die Kinder weinen, wenn sie beim Weihnachtsmann sind. Das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie mein Schatz. Okay, Achi. Was? Okay. Ja. No, das ist putzig. Das ist wirklich niedlich, oder? Das ist richtig niedlich. Tapsi, Tapsi. Ah, Tapsi. Endlich hat jemand den Mut, sich mit mir um den Top-Sheer zu betteln. Oh, oh, das ist eine Herausforderung. Oh ja. Er hat nämlich nur noch eine 2 neben seinem Namen. Nee, jetzt hat er, guck mal. Jetzt kriegt er gleich wieder die 1, ja. Tapsi. Aber jetzt hat er gerade eine 2 daneben stehen. Und das stößt sauer auf. Tapsi, erstmal Dankeschön. Vielen Dank, Tapsi. Ja, ich finde das voll niedlich. Das habt ihr das? Wirklich. Habt ihr das auch zu Hause, diese Dinger, die man dann Pinienzapfen, die man für sehr viel Geld kauft, dann 8 Jahre lang in der Wohnung lässt, bis sie irgendwann aufploppen und dann diese kleinen Kerne isst und merkt, ist jetzt doch nicht meins. Ich habe die noch nie gegessen, ich habe keine Ahnung, wie die schmecken. Wie heißen die bei euch? Ach so, du meinst, ja, das ist ein Phänomen. Das hat man bei ganz vielen Dingen. Und zum Beispiel ist es das auch mit diesen Tannenzapfen. Bei uns heißen die Kienappel. Bei uns heißen die Butzelkei. Und auch im Nachbardorf von uns heißen die dann wieder anders. Also das ist zum Beispiel ein Ding, das halt überall anders heißt. Der Kienappel. Und das ist zum Beispiel auch, wenn Kinder miteinander fangen spielen und dieser sichere Ort, wo das Kind hinrennt, wo man nicht gefangen werden kann. Wie heißt das bei euch? Haus. Ja, bei uns heißt es auch Haus. Aber es gibt halt ganz viele Namen dafür. Es, so. Die Ei fragt, sind die überhaupt zum Essen da? Ja, tatsächlich, Pinienkerne sind zum Essen da. Die werden, glaube ich, auch sogar zum Kochen teilweise verwendet. Keine Ahnung. Oder zum Backen zumindest. Sollte sich jemand gewundert haben, Butzelkei ist tatsächlich Dialekt und bedeutet Purzelkühe. Ich weiß nicht, wie sie von dem Ding auf Purzelkuh kam. Blutfeuernacht sagt, sie kennt das als Kusteln. Korakokte schreibt, in Köln heißt es Freio. Soffel sagt Kiefernzapfen. Wie langweilig, das ist ja Hochdeutsch. Mina Mehr sagt, das heißt Lu. In Köln Freio, Leo. Ja, Leo? Seht ihr? Das ist auf jeden Fall, das ist zum Beispiel ein Ding. Und es gibt da eine ganz tolle Karte. Es gibt so ganz viele Sprachatlas-Karten. Und da könnt ihr das mal angucken. Müsst einfach mal so Sprachkarte oder Dialektkarte oder sowas eingeben. Und das ist zum Beispiel ein Wort dafür, wie der Kienappel bei anderen Leuten Butzico heißt. Betty McBoss schreibt, hier heißt Tannenzapfe. Und Mina Mehr schreibt, und das sichere Haus heißt bei uns Lou. Ah, okay. Ja, siehst du? Und das ist auch interessant. Davon gibt es auch eine Karte. Und dann gibt es so richtig Seiten, wo man halt verschiedene Sachen hat. Und dann kann man halt gucken, wie heißt es bei uns, wie heißt es bei euch, wie heißt es auch im Nachbardorf. Das ist halt... Sofa korrigiert mich gerade. Pinienzapfen und Butzelkei sind was anderes. Also
Ich glaub's dir. Ich widerspreche dir nicht, aber bei mir oder meiner Familie und meiner Ecke da unten war es tatsächlich immer gleichbedeutend. Es waren alles Puzzle-K. Alles eins. Wir sind alle eins. Okay. Da haben wir wieder ein Krampus-Bild. Und ihr seht diese Begeisterung. Krampus war, also Krampus' Begeisterung, er war erfolgreich diese Nacht. Er hat sich die drei schmackhaftesten Lausbuben aus der Nachbarschaft geschnappt. Und jetzt wird genascht. Genascht, sagt sie. Naja, also das ist halt ein ganz normaler Weihnachtsgruß. Das war jetzt auch nicht... Klar, man macht den Kindern gerne Angst, aber wenn Erwachsene sich das schicken, das gehört zu Weihnachten dazu, wie der Tannenbaum auf einer Weihnachtskarte. Gut, hier ist er jetzt nicht drauf, aber ist jetzt kein Horrormotiv. Für uns schon. Und ja. Horrorcocktail. Wir sind alle Individuen. Ich nicht. Ganz genau. Blutweihnachtstag. Ich hatte dazu auch mal was in meinem Germanistikstudium. Ich auch. Auch zum Beispiel zur Aussprache von Bonbon oder dem Brot Endstück. War sehr interessant. Bei der Kanten. Bonbon. Bonk, bonk. Wie heißt das Brot Endstück bei dir? Raffel. Alter. Bei uns heißt es Kanten, aber meine Freundin hat zum Beispiel auch mal Kruste gesagt. Also bei uns gibt es auch, also grundsätzlich diese Endstücke immer, ich kenne es überwiegend als Raferl, sowas wie Randstück heißt das. Raferl. Raferl. Ramferl, schreibt es auf halt. Aber es hat sich auch etabliert, Orschel zu sagen. Also Erschlein. Ja, Mina mehr sagt Knust oder Knust. Wahrscheinlich Knust. Renftel, sagt Tigerlady. Bei Onkel Brody auch. Und Hija sagt Scherzel. Scherzel kenne ich tatsächlich auch, habe ich auch schon mal gehört, ja. Miss Urban Leaf sagt, bei uns heißt das Brotstück Knäppchen. Ah, oh. Bei mir heißt das Brotendstück. Brotendstück Gerät, bitte. Bis zum Endstück. Genau, das ist Kanten, sagt Mavudo. Ja, ganz genau. Also wie gesagt, das ist super cool. Da gibt es halt ganz coole Karten, könnt ihr mal gucken. Könnt ihr euch mal angucken, ist sehr interessant. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel eure Eltern mal fragen, was sie noch früher gesagt haben. Meine Mutter zum Beispiel kommt nicht aus der Region, in der ich aufgewachsen bin, sondern so aus dem Berliner Raum. Und die lässt auch immer mal wieder sowas rüberschwappen. So. Lilleboss schreibt, Kenner ist auch nur als Kruste. Pips schreibt, bei uns heißt es knapp. Betty McBoss, bei uns ist der Mirku, wie auch immer. Grixenpimax. Bei uns heißt es ganz simpel Brotende oder Kanten. Ihr seid langweilig. Ey. Okay. Und manchmal auch Buckel, schreibt Teacher. Jim Java sagt, bei uns heißt die letzte Brotscheibe Anschnitt. Oder Abschnitt. Ich wollte gerade sagen, wäre es nicht eher ein Ausschnitt, wenn dann? Ja, an, aus. Nein, Anschnitt an, ist das ab. Erste und aus ist das Letzte. Okay. Ja, wieso? Du schaltest das Licht ja auch an und aus und nicht an und ab. So, doch, und hier haben wir auch schon wieder was mit Kruste und Kanten. One good turn deserves another. Also, eine gute Tat bringt weitere tolle... ja, wie soll ich es übersetzen sonst? One good turn deserves another. Ja, gute Taten bleiben das, nicht ungesühnt. Nee, das Problem ist, das Turn ist ein Wortwitz, weil der ja auf dem Spieß ist und gedreht wird. Ja, ich weiß, aber ich versuche es ja gerade im Deutschen irgendwie. Ja, ganz genau. Also, ist eine coole Karte. Ich weiß, dass ich auch einen sehr schlechten Geschmack habe, aber ich finde sie cool. Bonk, bonk, sagt die Ei. Ja. Ich war aber immer der Einzige, der das wirklich Bonbon ausgesprochen hat. Also bei uns sagt man Bonbon mit M. Bom. 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 Bonbon. Okay. Grumpy Max, liebster Archie, mein Name soll eine langweilige Anspielung auf Grumpy Cat sein, nur dass Twitch will, dass ich das U durch X ersetze und halt Max heiße. Okay. Okay. Wenn Twitch dir sagt, das U muss ein X sein und so spezifisch in seinem Wunsch ist, dann möchte ich dir das nicht absprechen. Was ich auch ganz toll finde, ist bei dieser weihnachtlichen Karte, dass man da zum Beispiel sieht, wie Glühblut hergestellt wird.
Und ja, ihr kennt das, wenn überdimensional große Truthähne gerupft vor euch stehen und dann nicht. Aber da ist er wieder, der Mond, oder? Ja, stimmt. Das wäre der Mond. Aber warum der Mond? Was bedeutet er? Betty McBoss sagt, heißt nicht auch das Kerngenäuse des Apfels überall anders. Ja, das, was übrig bleibt, dieser Griebsch. Griebsch? Also, das, wenn du einen Apfel abknabberst, was bleibt übrig? Der Apfel, Kerngehäuse. Strunk, manche sagen Strunk, bei uns auch, oder Griebsch, ich glaube, das sagt meine Mutter. Kerngehäuse. Kerngehäusengerät. Der Griebsch, sagt Tiger Lady, ganz genau. Der was? Griebsch. Ja? Griebsch, ich habe es Krebs verstanden. Biomüll, sagt mal Voodoo. Bio ist für mich auch voll. Der Apfelkitchen, das Häuschen. Ja, seht ihr? Also, die deutsche Sprache kann so faszinierend sein. Das ist übrigens Archie als Weihnachtsgerät. I guess I'm about fixed up for the season. Ja, Archie fixed it up for the season. The very Christmasly Archivar. Shubishir, 1500. Wow, Kubi. Wir haben einen neuen Platz 1. Kubi, vielen Dank. Dankeschön erstmal. Der Battle hat begonnen. Leute. Das ist jetzt ein harter Krieg. Ich weiß nicht, ob der nicht unblutig bleibt. Dankeschön erstmal. Danke. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Der hat bestimmt gesehen, was die können, das kann ich auch, und hat sofort sich die Bits geholt. Und ich glaube, das könnte noch sehr blutig werden. The Eye sagt, warum haben so viele Bundesländer viel tollere Namen für alles? Haben andere Bundesland viel tollere Namen für alles? Auch dein Bundesland hat ganz tolle Namen für alles. Nur man selbst empfindet das manchmal nicht so. Ich zum Beispiel, ich habe halt immer meine Mundart total gehasst. Und heute sammle ich Bücher darüber. Ich habe auch Plattdeutsch immer total verachtet und fand es super nervig. Mach's gut, Lila Waldweh. Tschüss. Ich fand auch Dialekte generell im Fernsehen immer so schrecklich, schlimm zum Zuhören. Bayerisch, Sächsisch, wenn Tatort kam. Oh Gott, ich konnte es nicht. Das war schlimm für mich. Aber dann habe ich irgendwann angefangen zu verstehen, woher das kommt und welche Eigenheiten, welchen Charme jede Dialekt und Mundart hat. Immer anders hinsetzen und... ja, und auf jeden Fall hat jedes Bundesland und jede Region... ganz tolle Sachen. Allein, wie viele Facetten es im Plattdeutschen gibt. Allein in Sachsen-Anhalt gibt es 4 Gruppen von Plattdeutsch. Es ist toll. Okay. Mavudo, Kathi hat Plattdeutsch verachtet. Immer diese abgehobenen YouTuber. Das war, bevor ich YouTuber war. Doch dann fing ich an zu studieren. Ja. Und dann habe ich in meinem Seminar, ich musste ein ganzes Seminar zu Plattdeutsch machen, und die haben mit dem Heimatbund zusammengearbeitet. Und dann ging es darum, dass wir ein Produkt herstellen für Kinder, die vom Heimatbund damit versorgt werden mit irgendeinem Produkt, zum Beispiel ein Lehrbuch oder sowas. Und dann habe ich gesagt, dann lasst uns doch, da saß ich nämlich gerade an meiner Bachelorarbeit, lasst uns doch die Märchen der Brüder Grimm nehmen, denn die haben auch ein paar plattdeutsche Märchen. Und lasst uns die auf eine CD machen. Ja, und dann haben wir die als Hörbuch gemacht. Aber da begann die große Karriere. Da war meine große Karriere schon voll im Gang. Ach so. Durch bestimmt schon 5000 Abonnenten. Oh. Okay. Ja, das darfst du nicht unterschätzen. Ich hatte schon, Entschuldigung. Ich hatte schon Influencer-Lifestyle. Entschuldigung. Ja, Mann. Ist so. So, und dann kam die 1,6. Ja, die kam erst im Master. Im Bachelor war es nur 2,3, glaube ich. Wir sprechen nicht darüber. Okay, jetzt kommen wir ein Archibild. Ich habe Angst. Also, sag doch mal was dazu. Also zu diesem Bild? Ja. Ich fühle mich etwas angegriffen, dass ich das bin. Ganz so rot ist meine Nase noch nicht. Kennt ihr noch diese Cartoon-Filme von Tapsi? Alter, Tapsi. Finally a worthy opponent. Alter, Tapsi, danke schön. Danke, Tapsi. Das eskaliert noch. Wenn Sandra jetzt auch noch mitmacht, wenn jetzt noch jemand dazukommt, irgendwann kloppen sich die Leute. Irgendwann werden wir unsere Miete dann bezahlen können. Psst. Entschuldigung. Psst,
verschrei es nicht. Am Ende kriegen wir eine Mieterhöhung, nur weil du sowas sagst. Also, kennt ihr noch diese Cartoon-Filme von 1970 oder 60, glaube ich? Die sind, wie heißen die? Wir haben die vor kurzem letztes Jahr gesucht, weißt du noch? Meine Eltern haben die früher mal aufgenommen, das waren so ganz kurze Cartoons. Haben die aufgenommen und dann haben sie die auf eine Kassette gemacht und dann konnten wir die alle am Stück gucken. Das waren so 5-Minuten-Cartoons aus den 70er Jahren von, weiß ich nicht. Okay, Nixon kennt ihr noch. Falls du jetzt gerade googeln kannst, wenn ich jetzt google, werden alle taub wegen meiner Tastatur. Ich habe die Beschwerden entgegengenommen. Ich erinnere mich. Ich weiß, welche du meinst. Wir haben sogar welche gefunden, ja. Ja, wir haben welche gefunden. Es gibt auch auf YouTube und ich habe die so geliebt, dass ich... Alter, Kubi. Dankeschön, vielen Dank. Die Challenge ist verdammt nochmal accepted. Woo. Aber so wortlos. Ohne eine Antwort auf Tapsi. Ich kommuniziere nicht mit Tapsi. Ich lasse ihn einfach Schmerzen spüren. Kubi muss sich nicht mit Worten wehren. Kubi lässt Taten sprechen. Kubi, seid danke. Wie Kubi. Also auf jeden Fall gab es da immer so diesen Cartoon mit dem Mond. Der Mond konnte sprechen und hat auch immer so Käse gehabt. Der war aus Käse. Und so sieht das hier aus, als ob das ein Käsemondball ist. So eine lange Ausuferung mache ich, um zu erklären, dass das aussieht wie ein Käsemond. Deswegen bist du unsere liebste Lieblingskati. Ja. Die Eis-Nachricht im Chat. Bitte sprich die jetzt so episch, wie du nur kannst. Jetzt ernsthaft, wirklich, versuch es episch zu sprechen, wie du nur kannst. Kennst du das Zitat? Nein. Okay, dann ist es umso wichtiger. Versuch so episch zu sprechen, wie du nur kannst. Als Hörbuchsprecherin jetzt. Kathi sucht nach epischer Musik. War. War never changes. Tschüss. Close enough. Nochmal. Der war nicht gut. Das erste war besser. War. War never changes. Was ist denn Absicht? Oh Mann, Entschuldigung. Nein, aber ich fand's schon mal episch. Zur Erklärung, das ist ein Zitat von Fallout und das kommt zum Beginn eines jeden Fallout-Spiels. Und es wird immer in einer tiefen, ernsten Stimme gesprochen. Ach so, der kann ich nicht. War never changes. Okay, ich habe übrigens heute diese Sounds gefunden. Sorry, ich habe diese Sounds heute gefunden, weil ich bald mit einer sehr, 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 sehr krassen, beliebten Serie weitermache auf YouTube. Und da habe ich schon mal nach coolen Trailer-Musik-Soundeffekten gesucht. Obwohl ich noch nicht meinen Text habe, aber ja. Okay. Miss Urban Leaf, daran erinnere ich mich auch noch. Ja, wenn ihr den Namen von dieser Reihe wisst, oder dieser Firma, dann sind auf jeden Fall Cartoons aus den 70ern. Okay. Jetzt kommt Archibald. Erschrecke ich mich? Geht. Alter. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ist das so eine Memento Mori-Fotografie? Ich glaube, der Weihnachtsmann lebt in diesem Bild noch. Oh. Ich hatte ihn mitgenommen, weil ich das Outfit erstens so cool fand und zweitens, ich finde es krass, wie weit es trotzdem schon zurückgeht. Also wie lange es diese Bilder schon gibt. Man denkt, es heißt immer, der Weihnachtsmann ist so eine moderne Erfindung und bei unserer Region heißt es immer, das Christkind kommt hier und der Weihnachtsmann ist sowas Modernes, das brauchen wir jetzt hier nicht einzuführen. Aber da sieht man, wie alt eigentlich dieser ganze Mythos und dieses ganze Design auch schon ist. Noch weiter zurück. Der Weihnachtsmann war übrigens früher mal grün oder blau, je nachdem, woher ihr kommt und woher euer Weihnachtsmann kommt. Und Coca-Cola hat ihn erst rot gemacht. Achso, die haben ihn rot gemacht, das war's. Ja, okay. Und deswegen ist der Weihnachtsmann rot. Coca-Cola hat euren Weihnachtsmann gestohlen und ihn gegen eine Konsum-Marionette ersetzt. Aber der Nikolaus war schon immer rot. Das weiß ich nicht. Du hattest vorhin eine Postkarte, die ist bestimmt älter als Coca-Cola. Ja, aber ich glaube, der Nikolaus war vielleicht auch mal blau oder braun vielleicht. Hm. Er war doch weiß. Er war die ganze Zeit besoffen. Ah, ihr wollt mich heute alle fertig machen. Miss Urban Leaf sagt, stimmt, das habe ich auch gelernt. Ja.
Seit Coca-Cola kommt er auch nicht mehr. Oder bin ich nie brav genug? Nein, du hast das Lied damals nicht gelernt. Kennt ihr noch diese Mini-CDs? Nope. The Eye, cheered. Dankeschön. 40 Bits. Er ist in den Top 4 und das dafür gehen wirklich Props raus. Ja, hier. Danke, The Eye. The Eye, danke. Vielen Dank erstmal. Das ist echt krass. Das wird... Okay. Ich muss erstmal dieses Cheer-System verstehen. Dankeschön. Vor allem, das Coole ist, und das finde ich wirklich cool, dass man dann diese, also ich kenne das Bit-System, ich habe mich tatsächlich nie mit auseinandergesetzt, dieses Cheer-System. Ich finde diese Symbole und Logos vor den Namen richtig cool. Ja, und, oh, der Kettenhund. Kettenhund, weil du nicht da warst, habe ich heute nur Schweinkram erzählt. Hat sie halt wirklich. Habe ich wirklich. Und sie hat wirklich keine Tabus offen gelassen. Gar keine. Nee, wirklich. Guck mal, Kavi, was ich mir einen schönen Pullover habe übrigens, wo wir schon bei keine Tabus sind. Und Archie. Was haben jetzt Tabus? Was? Ich weiß, dass zu dir über dieses Jahr der Krampus kommt und nicht der Weihnachtsmann. Woo! Okay. Was? Tapsi, ich finde es schön, dass auch wenn ich den Kampf vermutlich verlieren werde, ihr beide dennoch gewinnt. Oh, ah, das ist lieb, Tapsi. Du bist süß, dankeschön. Okay. Aber er nimmt die Challenge halt mit, ne? Dankeschön. Ja, also ich habe gerade hier Blutfeuernacht gesagt. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das gar nicht Coca-Cola war, die das nur gern aus Marketinggründen selbst gern behaupten und dass sowas wie eine Urban Legend ist. Das kann auch sein. Aber ich finde die Idee halt cool, dass der Weihnachtsmann von Coca-Cola ausgetauscht wurde. Genauso wie das Kokain in Coca-Cola, nicht wahr? Apropos, ich habe vor kurzem, hat mich Bex gefragt, welche Märchen-Weihnachtsfilme ich denn empfehlen kann. Für alle, die das nochmal so wissen wollen für die nächsten Tage, schaut euch die DEFA-Filme an. DEFA ist diese Filmfirma aus der DDR gewesen. QB, vielen, vielen lieben Dank. Und Nixon macht auch gleich mit. Nixon, Dankeschön. Danke, 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 danke. Danke, Cheer ist das neue Ding. Das sage ich euch. Wurde ja auch mal Zeit, dass es bei uns ankommt. Mensch, ich wusste gar nicht, dass es so tolle unterschiedliche Farben gibt. Ja, echt. Das war jetzt Nixon. Vielen, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Was habe ich gerade erzählt? Cooles System, ich mag das voll. Entschuldigung, ja. Filme, DEFA-Filme. Genau, DEFA-Filme. Und auch generell diese ganzen tschechischen Filme und auch die russischen Filme. Da gibt es ganz tolle Filme. The Eye. The Eye, dankeschön. Vielen Dank. Ab wie viel Cheers ändert sich das Symbol vor The Eyes Namen? Also wird es dann lila? Weil lila ist, glaube ich, das nächsthöhere, oder? Ich habe das System nicht verstanden, okay? Ich bin nicht so technikaffin. Wir müssen es beobachten. Betty McBoss, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, wie funktioniert es? Sie ist lila jetzt. Erst ab 100. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob es eine 50-Abstufung auch noch gibt, oder? Nee, mittlerweile haben wir die 50 schon voll, glaube ich, bei The Eye, oder? Kannst du mal gucken? Warte. Ne, die 50 hat er noch nicht, deswegen. Ich war mir nicht sicher, ich kenne die Abstufung nicht. Ich kenne das System nicht. Guck doch die Märchenbraut. Ich schreibe mir das gleich mal auf, Mina Mär. Märchenbraut. Also, was ich sehr schön finde, ist Väterchen Frost. Da nehmen die in einer Szene, schminken die sich so, weil sie sich ganz hübsch machen. Und da haben die noch diese langen, langen Zöpfe, diese traditionellen und diese Hauben. Und dann nehmen die zwei Kartoffeln, färben die mit Lippenstift rot und dann machen die sich zwei runde Kreise. Ich fand das so cool als Kind. Ja, das war einer meiner Lieblingsfilme. Das singende, klingende Bäumchen kann ich euch sehr empfehlen. Oh, das war schön. Das haben wir geguckt zusammen, ja. Ja, und es gibt sehr viele DEFA-Filme auch auf Amazon Prime zum Online-Streamen. Wenn ihr da, zum Beispiel, wenn ihr hier ein Twitch-Abo abschließt, kriegt ihr auch Amazon Prime. Und dann könnt ihr die Filme gucken, kostenlos. Ja.
Wirklich. Auf jeden Fall, ich kann euch die ganzen Deva-Filme empfehlen. Es gibt leider nicht so viele, ich glaube 5 oder 6. Aber guckt niemals, wirklich niemals die Neuverfilmung von Der Gänsemarkt. Macht das nicht. Der ist von 2000 irgendwas. Das ist eine deutsche Verfilmung von ProSieben oder so. Und sie ist so schlecht. Ist eine Beleidigung an alle. Guckt den einfach nicht. Macht's nicht. Guckt lieber den alten Film Die Gänsemarkt. Der ist richtig schön. Es wurde gerade eine sehr interessante Frage gestellt. Und zwar, was bringt uns mehr? Bits oder eine Spende? Ich weiß es also, tatsächlich gerade nicht. Mir hat ein Freund gesagt, dass die Bits, da ziehen irgendwelche Leute keine Anteile ab. Deswegen das, wo am meisten ankommt, sind die Bits. Okay. Das ist das, wo so gut wie kaum Abgaben ab sind. Sonst ist es so, dass wenn ihr irgendwo donatet, quasi die Donation-Seite sich was abzwackt, dann kommt es zu uns und dann kommt es nochmal zu, also quasi zu PayPal und PayPal sagt dann auch nochmal so, und dann kommt das Finanzamt und dann ist alles weg. Ja, wenn dem so ist, dann ist das Bitsystem ja umso cooler. Das heißt, wir haben nicht nur einen lustigen Wettbewerb und lustige Farben im Chat, sondern auch warmes Essen. Es bringt tatsächlich auch was. Ja, wir können an die Hunde müssen nicht hungern. Wir können an Weihnachten die Heizung einschalten. Wir müssen nicht wieder überlegen, Schieber zu essen. Okay. Wer war es gerade? So. Nixon hatte ich was gefragt. Und zwar, verstehe mich nicht falsch, aber darf ich mal fragen, was es für eine Haarfarbe ist? Silber? Herzaugen? Weißgrau. 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 Ah, guck mal, die Bit Badges hat, Wow, so viele Farben gibt's? Es gibt explodierende Sterne. Krass. Sonnensysteme, die explodieren. Also die Abstufung ist 1 Bit, 100 Bit, 1000 Bit, 5000 Bit, 10.000 Bit, 25.000, 50.000, 75.000, 100.000. Und die restlichen sparen wir uns erstmal, bis wir die erreicht haben. Also... so, auf jeden Fall... Ja, Märchenfilme. Guckt euch alle Märchenfilme an und es gibt auch auf Amazon gibt es eine richtige Kiste, so ein Märchen, also Deva-Schatz oder so heißt das, kostet aber ganz viel Geld. Ich glaube 150 Euro oder 200 oder so. Da sind alle Deva-Filme drin. Nur so gut wie alle. Der kleine Muck ist drin. Die Eye. Ja, danke schön. Hat man schon geschrieben, er farmt gerade die Bits für uns. Wie kann man Bits farmen? Das weiß ich nicht. Wir müssen uns mal informieren oder informieren lassen. Ja. 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 Okay. So, wir haben noch 2 Bilder. Die gar nicht so creepy sind. A Christmas greeting with love. Der Kapi rastet aus. Hundebits. Woher kriege ich Hundebits? Ich brauche sie. Gratis-Bits für Werbung. Ja, wenn ihr also quasi den Adblocker ausmacht und Werbung guckt, kriegt ihr Bits. Aha. Ach so? Anscheinend. Habe ich es gerade verstanden. Ach so. Miss Orban Leaf sagt, Deva-Filme sind gut. Ja, sind sie. Sind sie wirklich. Also guckt sie. Guckt, wenn ihr Zeit habt, guckt euch einen Deva-Film an. Also Märchenfilm. Was sagst du zu diesem wunderschönen Weihnachtsbild? Ich finde tatsächlich den Gesichtsausdruck sehr besorgniserregend. Was passiert mit dem Kind da? Das Kind muss morgens um 5.30 Uhr aufstehen. Ach so, ja, da gucke ich auch immer so. Das ist ein voll hübsches Motiv für eine Teebox, finde ich. So eine aus so... Sandra Vienna, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Sie okay, ist jetzt sie wieder ist mit im Rennen. Sie ist wieder voll am Start. Tapsi, es wird eng. Das ist Türkis. Sie ja, räumt das Feld von hinten auf. Sie räumt das Feld von hinten auf. Betty McBoss sagt, nicht creepy, Kathi. Ja, das frage ich mich auch gerade. Der Gesichtsausdruck ist schon hart. Ich bin abgehärtet mittlerweile, glaube ich, von den anderen Bildern. Nina Meer sagt, komisch, ich habe die Werbung immer an, aber no bits. Wir klären das heute noch. Ja, heute noch? Nein, scheiße. Das wird spannend. Wow, die Eye, du warst gerade fleißig. Vielen, vielen Dank. Also, was für eine Werbung. Die Eye erstmal danke, aber was für eine Werbung. Kindertee, sagt Mina mehr. Ja, Kindertee. Da sind Kinder drin. Mit Vanille. Ich vermute, du müsstest einfach nur neben dem Top-Cheerer auf das kleine i drücken. Das würde uns schon einige Fragen beantworten.
Liste von Benutzern nach der Gesamtmenge Nein, der von ihnen weiter. Genutzten Bits. Oder wenn du auf Cheer dich an die Spitze klickst, vielleicht. Das ist kein Link. Schade. Eine ganz kurze für 2 Bits oder so. Nixon, Dankeschön! Dankeschön! So, wir müssen jetzt rauskriegen, was für Werbung das war. Okay. Also ich finde das Bild hübsch irgendwie. Es hat was. Ich finde die Teekanne hübsch. Ich finde es tatsächlich eher verstörend, muss ich sagen. Ich finde es wirklich eher verstörend. Ja, aber das ist einfach so ein ästhetisches Ding von früher, dass man sagt, das ist aber ein hübsches Bild. Darüber kann man lachen, herzhaft, und dann denkt man sich... So wie über das tote Rotkehlchen. Ein schlafendes, erfrorenes, verhungertes Rotkehlchen. Oh, das hat man schon. Hast du eins bestimmt... Nein, das habe ich eigentlich nicht angefasst. Ich habe es nicht angefasst. Das war mein Fehler. Das ist unser letztes Bild. Das ist aber ein ziemlich großes Kind. Da hilft Beten auch nicht mehr. Betty McBoss, Dankeschön, danke, danke. Das wird richtig spannend. Ja. Wir müssen da zukünftig echt ein Rennen draus machen. Ich finde es richtig spannend, den Leuten dazu zu sehen, wie sie sich gegenseitig überbieten. Wir können es zukünftig so machen, dass wir Wetten abschließen, wer wir glauben, dass dann auf welchem Platz landet. Und der Verlierer muss dann irgendwas tun. Wer Rotkraut isst, isst kleine Kinder. Rotkraut? Du meinst eine Wette zwischen uns beiden? Ja, wir machen dann Wetten. Marshmallows essen. Zum Beispiel. Überbitten, sagt der Hund. Und was ist jetzt mit diesen Hundebits? Ich möchte das so wissen. Ziemlich auch vernünftige Weihnachtslieder. Auch in den Chat fühle ich mich so einsam. Entschuldigung. Genau, Rotkohl. Was ist Rotkohl? Das ist... Was hat deine Mutter letzte Woche gemacht? Blaukraut. Das ist Rotkohl. Ah. Entschuldigung, Blaukraut und Rotkohl. Scheiße. Klingt nicht, als wäre es dasselbe. Es ist aber rot. Also wieso soll das Blaukraut heißen? Nein, es ist genau genommen dunkelviolett. Ja, eben. Und da es violett ist und das ist eine Mischung aus rot und blau ist, sind wir immer noch genauso weit wie vorher. Die Eischab, ich habe keine Werbung mehr, nein. Dinge, die so sehr selten gesagt werden. Mavudo sagt, Blaukraut und Rotkohl sind dasselbe Kraut mit unterschiedlichen pH-Werten. Danke. Tiger Lady 97 sagt, Rotkraut und Rotkohl ist dasselbe. Rotkraut habe ich noch nie gehört. Rotkohl habe ich zumindest schon mal gehört, aber Rotkraut ist mir neu. Tapsi schreibt, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blablabla. Ich suche... Lasst euch nicht von diesen epileptischen an. Ja, dankeschön. Dein Fleiß ist ein leuchtendes Vorbild für uns alle. Und das ist nicht mal als Witz gemeint, sondern mein Ernst. Wirklich, Respekt. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke euch allen, ihr seid alle super. Auch Nixon und Betty und ich muss euch hervorheben, Sandra, Tapsi, QB, ihr seid die allerbesten, wirklich. Vielen, vielen Dank. Und es hat unheimlich Spaß. Die anderen nicht, nur das sind die. Nein, ihr wisst alle, wie ich es meine. Und es macht unheimlich Spaß, euch dabei zuzusehen, wie ihr euch gegenseitig überbietet. Ich finde das Bild nicht gut. Die Ei kratzt langsam an Betty, also das wird noch ein enges Ding, wieder eine enge Kiste. Da ist es. Nixon ist wieder voll am Start. Oh, und nähert sich die Ei. Ich mache auch sofort Sportkommentator hier. Während du Sportkommentator machst, würde ich kurz dich alleine Sport kommentieren lassen. Sandra, vielen, vielen, vielen Dank. Betty, auch dir ein herzliches Dankeschön. Dankeschön. Komm gar nicht, wird auch klar. Ja, ich bin gleich wieder, okay? Ja. Okay. Würdest du mir kurz das Wasser reichen? Das ist sehr freundlich, wenn ich schon kurz aus dem Bild rollen muss. Also ich bin in einer Minute wieder da, macht keine Faxen. Betty, vielen Dank, Dankeschön. Danke, 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 danke. Du machst hier keine Betty hat einfach die Warnung gehört, dass die Ei kommt und hat sofort nachgelegt. Das ist wahrer Sportsgeist. Ich finde das wirklich spannend. Der Kettenhund macht Faxen während des Boxenstopps. Während ihm die neuen Reifen aufgezogen werden, dann wird der Formel-Hund-Wagen wieder auf die Straße und mit Hundebits das Feld aufräumen. Mavudo schreibt, psst, Archie, jetzt wo Kathi weg ist, können wir ein Codewort ausmachen, das du sagst, wenn du gerettet werden willst. Pumpernickel. Das Codewort ist Pumpernickel. Immer wenn man mich noch sowas fragt, ist das Wort immer Pumpernickel. Der Grund, dieses Wort benutzt niemals jemand. Niemals.
In welchem Kontext benutzt das schon mal jemand? Außer in diesem. Pumpernickel. Betty McBoss schlägt vor, ich wäre für Danke. Nixon schreibt das 24-Stunden-Brot. Ja, yep, genau das. Was? Achso, Captain schreibt gerade, ab jetzt jeder in jedem, einfach um dich zu trollen. Ja? Ja, ich habe Pumpernickel etabliert. Das Schöne ist, Kathi weiß nichts davon. Wir haben jetzt einen richtig lustigen Insider. Bitte, bitte benutzt das Wort häufig, baut es ein, so gut ihr könnt, immer wieder. Da wird sich Kathi immer wieder fragen, was hat's damit auf sich? Bitte, lasst uns das durchziehen. Das wird witzig. Blutfeuernacht. Schatz, bringst du Pumpernickel mit? Sag ich schon mal zu meinem Freund. Echt? Ich habe noch nie jemanden erlebt, der tatsächlich sagt, er kauft dir einen Pumpernickel. Ich sehe es sogar kaum noch zum Verkauf. Der Hund Kathi schreibt einen schönen Pumpernickel euch ein. Mina Meer, doch bei uns in Bremen ist man Pumpernickel. Also sagt man auch mal, sagt man mal, kaufst du bitte Pumpernickel? Allerdings ist das hier dunkles Roggenbrot. Das finde ich faszinierend. Manche haben so richtig schöne Begriffe und es gibt so richtig, spannende Begriffe, wenn man sie selbst von der Aussprache ja schon nicht kennt, wie zum Beispiel jetzt bei mir Butzelkei, solche Sachen. Aber dann gibt es wieder so Ecken, die einfach extremst trocken, ganz auf reinem Hochdeutsch die Sachen beschreiben. Dunkles Roggenbrot. Das finde ich faszinierend. Da kriege ich fast schon Lust, auch Germanistik zu studieren, wenn ich Zeit hätte. Aber die habe ich nicht. Ich habe eine Tür gehört. Ich glaube, ja. Hast du dir einen Tee gemacht? Also, kennen Sie diese Menschen, die immer am Wochenende krank werden? Du hast kein Wochenende, Schatz. Du hast sowas verwechselt. Ja, aber die Ärzte sind alle nicht da. Das meine ich damit. Das stimmt. Achtung, not sponsored. Für alle, denen ich vorhin davon erzählt habe, das ist das Ding. Das könnt ihr euch auf Amazon holen oder in der Apotheke, wenn die es da haben. Cranberola. Gibt es auch von unterschiedlichen Marken. Das ist, genau, das ist für Leute mit Blasenentzündung sehr hilfreich. Betty McBoss fragt, ob das ein Pumpernickel-Tee ist. Kapi sagt eindeutig Pumpernickel-Tee. Also vermutlich Tee, der gut zu Pumpernickel passt. Aus Brot? Ich vermute eher zum Brot. Alles andere wäre irgendwie abwegig. Nixon, oh, eine Wärmflasche. Ja. Kranke Katis brauchen Wärmflaschen. Ja. Die Packung sieht irgendwie nach Pumpernickel. Es ist nicht Pumpernickel. Ist Pumpernickel nicht dieses runde Brot? Das ist doch eine Metalldose. Oder nicht? Was? Nein, das ist keine Metalldose. Ich kenne Pumpernickel in Metalldosen. Achso, in Metalldosen. Ja, gut, das kann sein, keine Ahnung. Okay. Ich kenne keinen Pumpernickel. Ich bin froh, dass ich das Wort kenne. Ja, okay. Also, nochmal ganz kurz. Oh, falsches Ding. Die Ei ist richtig hart im Stress. Er schreibt, ich sollte noch 4 Bits bekommen, aber die kommen einfach nicht an. Es sind 4 Bits haben oder nicht haben. Und dann ist nur noch ein Bit von lilanen Bits entfernt. Hier um Leben und Tod. Nein, ich finde, wer hat doch 95. Braucht ja, 100. Wenn er jetzt aber schon 4 noch bekommen sollte, so, dann wäre er nur noch einen von den Dieren entfernt. Okay, gute Besserung. Dankeschön. Ja, ich habe... Brody schreibt, bei Ihnen gibt es Pumpernickel in Dosen. Entschuldigung. Ich habe es ja zum Glück nicht weit. Schlimm war es immer, wenn ich in der Uni war und dann eine Blasenentzündung bekommen habe. Mm. Also, meine Mutter kann ein Lied davon singen. Ich werde immer Freitagnachmittag oder Abend krank. Immer. Oder am Sonntag vor der Klassenfahrt. Ja, ja. Oder in der Nacht vorm Urlaub oder so. Das bin ich. Oder im Flugzeug, auf dem Weg nach Ägypten. Ach ja, das war ja auch. Ja, ach. Okay. Topsy sagt, ich hoffe, ich werde jetzt nicht von meinem Silberpodest verdrängt, aber mein Internet gibt gerade den Geist auf. Oh. Es könnte eng werden. Also Sandra ist, glaube ich, noch am Start. Ich glaube, die wartet nur auf die richtige Gelegenheit. Und wenn du ihr eine bietest, dann wird sie die nutzen. Okay. Nein. Sonntags ist Winter Tales.
Ich habe euch eine Geschichte vorgegeben, die weitergeschrieben werden musste. Ich bin gespannt, wie viele Texte wirklich dabei sind. Einige haben wir schon. Und ja, ansonsten schickt sie halt morgen noch ein. Ja, und dann nächste Woche, Freitag, ist SCP-Weihnachtsfeier. Darauf freue ich mich schon sehr. Mhm. Hast du schon ein paar SCPs rausgesucht? Ein paar habe ich, ja. Das ist schön. Ich freue mich sehr darauf. Die Weihnachts-SCPs sind halt die besten. Und mit den SCPs geht es leider erst am 31.12. weiter. Bis dahin ist halt Weihnachts-Adventskalender. Was soll ich machen? Okay. Miss Urban Leaf sagt, das mit den Krankwerden zu ungünstigen Zeitpunkten kenne ich auch. Ja, ja. Das Glück habe ich aber so, auch immer. Ist so. Und da mein Urlaub jetzt kurz bevorsteht, wusste ich schon vorher, jetzt kann ich krank werden. Weißt du noch, wann ich das letzte Mal krank geworden bin? Genau an diesem einen Feiertag. Ich war auf Arbeit, mir ging es super, dann war ein Feiertag und zum Abend hin wurde ich krank. Ja. Zum Abend, der zum Feiertag übergeht, wurde ich dann krank. Mabudo sagt, nach der SCP-Weihnachtsfeier habe ich immer so einen Kater. Ich auch. Was? Aber jetzt ist mir gar nicht. Machen wir ein Trinkspiel, immer wenn jemand das Wort, immer wenn jemand SCP sagt? Ich weiß nicht, ich hoffe, nächste Woche bin ich wieder fit, denn sonst kann ich keinen Alkohol trinken. Du schaffst das. Mhm. Nur. Nee, ich krieg dich bis dahin wieder gesund. Okay. Ja. Blutfeuernacht sagt, ich war das letzte Mal krank, als ich mit meinem Freund Urlaub in Hamburg machte. Wir wollten König der Löwen gucken. Genauso geht's mir auch. Das ist mies. Ich werde halt auch immer richtig krank. Also Krankheiten, die genau da nicht passen. Zum Beispiel jetzt im Stream kriege ich jetzt gerade die Blasenentzündung. So, und ich war mal auf dem Weg nach Ägypten am Flugzeug. Als Turbulenzen waren, hatte ich Magen-Darm. Das war sehr unangenehm. Zum Beispiel. Das sind so meine Dinge. Oder ich war zu so einer komischen Preisverleihung hin, wofür ich auch nominiert bin. Das war für so ein Videoding, was kriege ich, eine Bindehautentzündung, wo ich also auf der Bühne stehe, ins helle Licht gucken muss und gar nicht gucken kann. So, weil mein Auge, die Musik ist aus. Ach so, deswegen ist sie aus. Ja. Nächstes Mal machen wir bessere Weihnachtsmusik. Okay. The Eye ist immer noch richtig verstört. Er sollte eigentlich schon 6 weitere Bits haben. Ich finde das voll faszinierend, das zu beobachten. Dann warten wir jetzt noch, bis The Eye die 6 Bits hat. QB, man denkt jetzt, QB hätte sich auf dem ersten Platz ausgeruht, aber dem ist nicht so. QB hat die Konkurrenz immer im Auge und sieht immer, wenn etwas getan werden muss. Onkel Brody schreibt, es war ein sehr schöner und sehr lustiger Stream. Ganz viel Miets und Herzen und Flausch und natürlich Pumpernickel. Ja, danke, Onkel Brody. Dankeschön. Übrigens, Onkel Brody, deine Geschichte kommt morgen. Also, die lange Geschichte kommt morgen. Die gute, ach die... Ich habe mich richtig darüber gefreut, dass wir auch so eine Geschichte dabei haben. Auch wenn sie sehr bitterböse ist. Mhm. Ein typischer Brody halt. Oh, ich würde sagen, das ist eine Steigerungsform. Der Überbrody. Ja. Okay, Brody sagt, oh mein Gott, sie geht genau eine Stunde. Und wow. Ja. Wie verstörend. Also ich fand sie in Ordnung, aber ich weiß, dass es für manche Menschen natürlich nichts ist, aber wir wissen alle, wenn Onkel Brody schreibt. Nixon, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Nixon. Ja, die Luft wird langsam dünn. Ja, und übrigens, ich muss das nochmal sagen, bevor jetzt alle gehen, ich finde es ganz toll, vom ersten Tag an, wie die Community beim Adventskalender richtig aktiv mitmacht, kommentiert und sich auch gegenseitig unterstützt. Das heißt, ihr wisst, wer der Autor ist und dann schreibt ihr direkt an die Person und sagt, wow, deine Geschichte hat mir gut gefallen. Bis jetzt auch die Diskussionskultur ist sehr friedlich. Dafür nochmal ein Dankeschön und ein Lob. Und generell, ich bin so positiv überrascht, wie gerade alle miteinander in den Kommentaren umgehen. Und wie alle so im Adventskalender, besonders im Adventskalender, so zusammenhalten, das ist echt krass. Das finde ich richtig schön. Dafür nochmal danke. Das hast du wirklich sehr, sehr, sehr schön gesagt. Betty fragt, morgen kommt dein Brody Galomat. Ja, freu dich.
Morgen kommt ein einstündiges Video. Hijab Brody, eine Stunde lang? Party! Das ist die längste Geschichte von Onkel Brody bisher. Pumpernickel für alle, schreibt Kapi. Und ich glaube, es ist auch die härteste. Ja, das glaube ich auch. Also da hat er sich mal nicht lumpen lassen. Onkel Brody sagt, ich fand bis jetzt alle Geschichten so vielseitig und so wunderbar. Das stimmt, es kommt keine Idee zweimal vor. Und so wie es aussieht, geht der Adventskalender nach Weihnachten noch ein paar Tage weiter. Also entweder bis zum 25. oder bis zum 26. Das weiß ich jetzt noch nicht, je nachdem. Aber 25. ist auf jeden Fall fertig schon. Es ist keine Idee doppelt. Es ist keine, auch nur im Ansatz gleich, wie die andere. Und das ist mega cool. Das ist so krass. Ich habe nur gesagt, mach eine Weihnachtsgeschichte. Und dann sind da so viele verschiedene Sachen dabei. Das ist richtig geil. Ja, ja. Und morgen kommt was Blutiges. Was kommt eigentlich am Tag danach? Soll ich schon mal spoilern? Was kommt? Ist die nicht von Betty McBoss? Wo sind wir? Die ist von Betty McBoss. Die ist von Betty. Am Sonntag kommt die von Betty. Warum steht da mein Name drunter? Weil ich immer hingeschrieben habe, wer da mitspricht. Ach damit so. Ich das... Oh ja, Betty, ich habe eine große Sprechrolle bei dir. Betty, ich habe das auch gegendert. Ich habe die Hauptperson weiblich gemacht, damit es einfacher ist. Habe ich bei manchen Texten gemacht. Ich finde die Geschichten auch richtig toll. Es ist auch schön, dass man die ganzen Autoren aus der Community kennt. Das finde ich halt eben auch cool, dass ihr euch untereinander kennt und dass ihr auch außerhalb von YouTube, zum Beispiel auf Discord habe ich es gesehen, dass auch die Leute da nochmal sich gegenseitig gelobt haben und darüber diskutiert haben. Ja. Und ich fand zum Beispiel sehr schön, dass manche jetzt zum ersten Mal endlich was geschrieben haben, sich getraut haben, was zu schreiben. Und dass da auch nicht sofort gemeckert wird und gesagt wird, deine Geschichte war doof, sondern, wow, toll, ich hoffe, du schreibst noch mehr. Und ja, das ist halt toll. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also ja, jeder, aber das Erste, was man schreibt, hat immer so kleine Macken und so Sachen, wo man erst darauf hingewiesen werden muss und man merkt, ja, okay, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Aber wirklich, es war so ein... richtig herzliches, weihnachtliches, ja. Richtige herzliche, weihnachtliche Umgebung. Wir haben einen schönen Elfenbeinturm innerhalb von YouTube geschaffen. Also ich habe jetzt gestern einen bösen Kommentar mal bekommen. Der zielte aber darauf ab, dass egal was er eingibt, immer nur mich findet. Und ich ein Spam-Kanal sei, weil ich alle 5 Minuten ein Video hochlade. Aber ich nehme das mal als Lob, dass meine Tags gut gesetzt sind. Und eben meine Reichweite mittlerweile auch Menschen erreicht, die keinen Bock auf mich haben. Aber ansonsten... Wenn man das schafft, hat man alles erreicht. Aber ansonsten sehe ich es halt bei ganz vielen anderen YouTube-Kanälen, dass halt extrem Beleidigungen sind. Auch innerhalb der Community Leute sich gegenseitig runtermachen. Das muss nicht sein, denn wir sind alle hier zur Unterhaltung und wollen alle eine schöne Zeit haben. Und das ist eben unser Elfenbeinturm, der hier geschaffen wurde. Da gibt's das nicht. Alle sind voll nett zueinander. Ja. Ist voll schön, oder? Ja. Ja. Influencer. Ja. Ja, wollte ich gerade vorlesen vom Moment. Ignoriere böse Kommentare einfach, die sind neidisch. Nein, nicht alle. Manche sind einfach nur garstig. Wirklich. Manche haben keine Gründe, sie sind einfach bösartig. Ich habe manchmal so, keine Ahnung, lese ich irgendwas und ich denke mir, warum schreiben Menschen das? Warum wollen sie mir jetzt den Tag schlecht machen? Aber dann denke ich mir, vielleicht hatten sie einfach nur einen schlechten Tag. Hat sie den Tag hier erlebt vor einer Woche? Da hatte eine Frau draußen auf der Straße einen schlechten Tag und hat mich angegriffen und hat mir dadurch den Tag versaut. Aber das Karma wird sie bestrafen. Was ist eigentlich für Orgelmusik? Es kommt gleich eine rituelle Opferung hier. Okay, Santa Lucia. Gut. Manche sind einfach noch unter 12, sagt ja. Mal Voodoo. Ich glaube wirklich, dass das Alter der große Rolle spielt auch. Garstige Hobbits. Ja, du weißt es halt nicht. Und wenn dann nichts gegen das Spiel, aber wenn man dann Minecraft-Profilbild hat und dann komische Kommentare und Beleidigungen, dann weißt du aber auch schon, ja. Man bedient halt dann einfach alle Klischees. Es geht nicht an mich als Person oder meine Qualität, es geht einfach nur darum, dass jemand vielleicht nicht ganz reif ist. Denn auch wenn man mich nicht mag oder meine Stimme nicht mag, kann man trotzdem anerkennen, dass ich handwerklich was drauf habe. Vielleicht mögen Leute nicht die Art, wie ich betone, aber allein mein Schnitt,
da werde ich auch von großen, also von Hörspielfirmen, wurde ich jetzt schon gelobt für den Schnitt. Und deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwie daran liegt, dass ich schlicht bin. Klingt zwar komisch, aber... Du solltest dir gar nicht so viele Gedanken machen, ob die recht haben könnten oder nicht. Diese Frage sollte sich von vornherein gar nicht stellen. Denn die Frage, ob Kathi Winter schlecht sein könnte, stellt sich niemandem der 50.000 Leute, die dich abonniert haben. Warum stellt sich die Frage dir? Ja, ich... Ach, Schatzi, das ist lieb. Aber nein, das ist rational. Du weißt das, du kannst 1000 nette Worte hören, die sind alle okay, aber ein böses Wort, das ist dann halt manchmal gewichtiger, obwohl es das nicht sein sollte. Ja, ist halt so. BI, Breaking News. Kathi sagt etwas gegen Minecraft. Sie wurden nun für immer demonetarisiert. Nein! Achi spielt auch Minecraft. Psst! Ups. Also, für mich ist das Spiel nichts, aber ich spiele halt Ark. Was soll das? Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass es geil ist. Green Mouse gibt ja auch wieder Kraft. Kathi, wann kommt wieder DVD? Können wir eigentlich auch mal wieder spielen? Könnten wir. Könnten wir spielen. Könnten wir machen. Darauf wird direkt gecheert. Green Mousy, manche brauchen das einfach... Betty McBoss, Dankeschön. Dankeschön. Manche brauchen das einfach... Warte. Einen negativen Kommentar dazu lassen. Pumpernickel. Ja. Kapi schreibt, Archie wurde es eben gedoxt. Er lebt in Minecraft. Ja. Oder Containment Breach. Ich würde lieber DVD mal spielen. Das ist, ich habe den Tag, das war auch wieder was, da habe ich echt den ganzen Tag drüber nachgedacht, wie man so gemein sein kann. Ich habe DVD gespielt, online, und habe mich in einem Schrank versteckt. Und dann kam ein anderer Überlebender und der Killer. Und der Überlebende hat auf den Schrank gezeigt, in der ich mich versteckt habe. Und hat mich einfach verraten. Aber der Killer hat den anderen platt gemacht. Und während er den platt gemacht hat, bin ich schnell weggerannt. Und ich war so erschrocken darüber, wie man einen anderen Überlebenden so verraten kann. Der hat ganz oft auf den Schrank gezeigt, bis er geschnappt wurde. Ich dachte, wieso macht man das? Und dann habe ich gesehen... Verfolgt. Dann habe ich gesehen, ja, wir sind ein Team. Ja, aber der Teamgedanke geht bei den meisten Leuten sehr schnell verloren, wenn sie die Wahl haben, entweder werde ich erwischt oder ich opfere einen anderen. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass das ein Streamer ist und der war gerade live auf YouTube online. Und dann habe ich mir ihn angeguckt und das ist so ein blöder Typ, der gar nicht spielen will, um Spaß zu haben und zu überleben, sondern einfach nur blöd ist. Und ich dachte mir... Toll, jetzt habe ich voll schlecht Laune. Ich kam ewig nicht darauf klar, wie man das machen kann, dass man so gemein ist. Das war ein ungarischer Streamer, der tatsächlich in seinen Streams, der hatte auch einige Zuschauer, der in den Streams deswegen populär war, weil er eben nur trollt. Dafür war er eben populär. Dead by Pumpernickel. So, okay, aber ich würde sagen, wir machen jetzt langsam Schluss. Ja. Ich würde mich gerne mal in die Horizontale begeben. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil ich echt Schmerzen habe. Sehr gern. Danke, dass ihr heute alle so schön gecheert habt und heute so dabei wart und wir heute einen sehr, das sehr stimmt. lustigen Abend hatten. Ja. Und das auf nüchtern. Nüchtern. Ja. Nee, wirklich, es war ein wunderschöner Abend und das mit den Cheeren war jetzt richtig, richtig lieb von euch und hat auch richtig Spaß gemacht, finde ich. Wäre cool, wenn wir das öfter mal machen könnten. Ich fand es wirklich witzig und hatte richtig viel Spaß mit euch gemacht und es war ein richtig toller Stream und du warst auch wieder toll. Du auch. Okay, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Ihr könnt den Stream jederzeit auch nachhören und er kommt auch natürlich auch auf YouTube. Morgen kommt was ganz, ganz Blutiges und ich freue mich dann auch schon auf die Wintertales am Sonntag. Okay, dann gute Nacht. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.